Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Und wie man sieht, habe ich mich hier schon in die Kajüte begeben und habe so ein bisschen schon etwas gemacht außerhalb des Streams. Und zwar habe ich wieder meine Flotte losgeschickt. Und ja, guten Abend, Viktor. Hallo, na Bent, na du? Ich habe nämlich diverse Sachen gemacht. Ich habe mir die Flotte angeguckt. Da sind wieder einige Missionen zu Ende gegangen. Dann habe ich noch einige Missionen angefangen. Habe wieder so ein paar Sachen hier unten freigeschaltet. Habe hier Nordafrika, Südafrika, Südatlantik alles nochmal gesichert. Habe schon wieder ein paar Missionen am Laufen. Und hier zum Golf, da sind schon wieder ein paar zurück. Das ein oder zwei sind schon wieder zurückgekommen. Bisschen was läuft noch. Aber die richtig fette Kohle gibt es halt quasi hier unten. Da sind richtig viele unterwegs. Und wie man sieht, hier gibt es die guten Belohnungen. Aber richtig fette Belohnungen, wo war das denn? Irgendwo hatte ich eins. Ah, guck mal. Da habe ich aber keine Ressourcen für. Südafrika irgendwo. Genau, hier. 5000 Reales gibt es hier. Da habe ich doch gleich mal was los hier schickt. Außerdem habe ich weitere Docks hinzugefügt. Moment, die Flotte. Ich habe jetzt, ich glaube, zwei weitere Docks hinzugefügt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und musste dafür ein Schiff, glaube ich, abwracken. Ein Schoner habe ich abgewrackt. Und dafür habe ich zwei neue Fregatten hinzubekommen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die schon losgeschickt habe. Ach, guck mal, die könnte ich noch reparieren. Also ich habe ein bisschen aufgerüstet. Und apropos aufgerüstet, die Jackdaw habe ich auch noch ein bisschen aufgerüstet, weil diese Missionen ziemlich viel gebracht haben. Oh. Habe ich keine Kohle, um das... Ach so, das auf einer Mission ist schon ein bisschen angeschlagen. Was jetzt schon gar nicht... Die beiden neu hinzugekommen sind, ich weiß es nicht. Also zwei Fregatten habe ich auf jeden Fall neu hinzugefügt. Und ich habe hier mir gekauft zum einen die Jagdkanonen habe ich komplett aufgerüstet und die Mannschaftsquartiere habe ich komplett aufgerüstet. Also wir können jetzt die maximale Anzahl an Crewmitgliedern aufnehmen. Das ist doch auch schon mal sehr nice. Ich hatte irgendwie, glaube ich, 8000 Reales oder so bekommen. Deswegen dachte ich mir, rüste ich doch gleich mal auf. Und ich hatte mir überlegt, ich könnte mir doch auch mal eine andere Montur anziehen. Ich glaube, das wäre doch mal, eine Bummens. Ich weiß noch nicht, was ich nehmen soll. Es gibt hier nämlich, also verfügbar habe ich einige. Zum einen die Montur von Edward, der Legende, die sieht ein ganz kleines bisschen albern aus. Diese Montur wurde von Edward kurz vor dem Ende seiner Karriere eine Zeit lang getragen. Captain Edward Kenway, eine Legende unter den Hochseefahrern, entwickelte eine Vorliebe für die feineren und auffallenderen Dinge. Diese Montur unterstreicht diese Tendenz, um es mal nett zu formulieren. Dann gibt es natürlich noch Altairs Robe, Ezio Auditoris Robe, die ist natürlich sehr nice. Und Connors Montur. Dann gibt es noch einen braunen Mantel, den habe ich aber noch nicht. Der wäre in Geschäften erhältlich. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Die anderen habe ich noch nicht. Die müsste ich kaufen, beziehungsweise ein paar sind gar nicht. Die sieht natürlich cool aus. Die finde ich richtig geil. Aber die anderen sind noch nicht verfügbar. Die hier kriegt man sowieso nur, wenn man bestimmte Community-Herausforderungen macht. Jetzt ist nur die Frage, sollen wir was anderes anziehen? Das ist halt die Frage. Ich meine, Ezio geht immer. Altair, finde ich, passt hier irgendwie nicht so rein. Also entweder das Alberne oder Ezio. Ich meine, Connors Montur würde hier auch cool aussehen. Ich weiß es halt nicht, was man da so am geschicktesten nimmt. Ich glaube, ich nehme erstmal... Ich guck mal, wie Ezio aussehen würde. Na, die Spannung steigt. So. Ach, ich weiß nicht. Ich finde, das passt hier irgendwie nicht so rein. Es gefällt mir nicht so wirklich.
Wie würde denn Connor aussehen? Ich finde, das kann man immer so schlecht einschätzen. Ich meine, Connor würde ja eher vielleicht noch so in diese Zeit passen. Und das sieht eigentlich ganz cool aus. Connors Montur. Ich weiß. Ich glaube, ich lasse es einfach, weil... Das, es verfälscht irgendwie ein bisschen viel. Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich mich irgendwann noch umentscheiden. Hier ist aber auch wieder eine Mission zu Ende gegangen. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken. Oh, die hat es aber ziemlich zerrissen hier. Wow. Autschen, autschen. So. Nee, Schiff abwracken will ich nicht. Will nur mal hier reparieren. Nur mal gerade neihen. Ob ich noch irgendjemanden auf See schicken kann. Aber hier sind keine Missionen mehr verfügbar. Hier müsste ich erst sichern. Das will ich jetzt nicht machen. Ja, riskant könnte ich noch sichern. Da habe ich noch hier noch... Da habe ich noch genug Ressourcen. Weil ich brauche Kohle. Ich meine, wenn die eine Mission mit 5000 Reales zu Ende geht, das wäre halt noch extrem geil. Ach komm, die wirst du doch packen, ey. Schuss und weg. Was sag ich doch? Ah, komm. Och, der juckt ein bisschen, aber läuft. Ups, ich sehe gerade, ich habe ja wie immer die Musik von Spotify noch an. So, nur haben wir's. Zyk. Okay, das hat jetzt nicht so sonderlich viel gebracht an Ressourcen, aber zumindest ist die Strecke wieder sicher. Und ich kann hier vielleicht noch ein bisschen was rausschicken. Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Naja gut, was soll's. Ich schick die mal raus. Das ist jetzt zwar ein bisschen Verschwendung von guten Ressourcen, aber 100, das bringt auch nochmal 100. Die sind eigentlich viel zu 75, 50. Nee, komm. Das ist es mir nicht wert. So. That's it. That's it. Let's go. Jetzt aber richtige Mission. Ja. Ich habe gerade aufgerüstet. Ich war noch nicht wieder draußen. Deswegen macht er jetzt die Aufrüstmission. Und was ihr vielleicht auch seht, ich habe mich mal in der Webcam ein bisschen größer gemacht. Ich hoffe, das ist okay so. Ich wollte das mal ausprobieren, wie das ausschaut. Ob das zu groß ist, zu klein. Müssen wir mal gucken. Und Victor, Assassin's Creed Origins habe ich schon bestellt. Ja, habe ich vorbestellt. Eines der wenigen Spiele, die ich vorbestellt habe. Captain has the helm. Gut, dann gucken wir mal, wo wir hinreisen müssen. Ich habe überhaupt keinen Peil mehr, was wir eigentlich jetzt als nächstes tun müssen. Let's take a look. Lala. Und es ist traurig, aber wahr, ich hätte jetzt fast Bock, auch noch so ein paar Force hier einzunehmen, aber es bringt mir eigentlich nichts für den Fortschritt der Story, glaube ich. Wo müssen wir denn hin? Holy Mother. Okay, wir können eine Schnellreise machen, das ist gut. Wir sollen nach Navassa. Ich finde es blöd, dass hier nicht Charlotte. Na, Wasser mittel, Charlotte schwer. Dass hier nur die Gebiete stehen, aber dass man nicht angezeigt kriegt, das ist jetzt die und die Insel. Weil, das siehst du doch hier gar nicht. Was ist das für eine Insel? Ah, Kingston, man muss einfach nur näher ran. Ha! So, Schnellreise. Bitches? Nee, also Assassin's Creed Origins ist eins der wenigen Spiele, die ich jetzt vorbestellt habe. Ansonsten noch Red Dead Redemption 2, wann auch immer das kommt. Mal gucken, irgendwann nächstes Jahr. Und ich muss mal gucken, eventuell, ich weiß nicht, ob ich mir Far Cry 5 vorbestelle, weil Benny und ich wollen das ja auf jeden Fall spielen. Vorne ist noch was zum Einsammeln. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das auch noch vorbestellen soll, aber ich glaube eher nicht. Oh, shit. Shit, ich muss ja noch jemanden bestechen, siehst du? Ich glaube, ich habe gar nicht genug Kohle.
Weil wir sind gesucht. Wir werden ja hier von Piratenjägern verfolgt. Ich brauche auf jeden Fall noch, ich muss noch irgendjemanden bestechen. So, nach Kingston. Ja, Mann, nach Kingston. Ich muss aber auf jeden Fall noch einen dieser komischen Typen bestechen, damit ich nicht mehr verfolgt werde. Das habe ich ganz vergessen, dass wir ja beim letzten Mal so viele niedergeknüppelt haben. Jetzt weiß ich noch gerade nicht. Das sind doch auch solche... Achso, ich könnte auch mal gucken, ob ich noch irgendwas herstellen kann. Ne, Moment, herstellen war hier. Edward Upgrades finde ich auch so schön formuliert. Achso, das sind nur die Dingens. Herstellung, das war das, weil das kann ich ja überall machen. Weil irgendwas sagte er, Hirschpelz bräuchte ich. Weil das wäre ja mal ein Ding. Ich müsste nur Hirsche finden. Beutel für Pistolenmunition könnte ich mir ja machen eigentlich. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich mir herstellen kann. Ich meine, die Monturen sehen auch cool aus, aber du brauchst halt wirklich... Ach, guck mal, ich kann mir Schlafpfeile, ja, da stelle ich mir mal einen her. Und Berserkerpfeile brauche ich auf jeden Fall. Wer jetzt 8 hergestellt? Nee, einen. Kann ich ihm sagen, er soll... Ach, muss ich jetzt immer einen herstellen? Oh Gott. Es ist jetzt irgendwie ein bisschen mühsam. Da hätten sie mal machen können, dass man einfach sagt, okay, ich will so und so viele herstellen. Okay, Wurfpfeil erst noch. Aber wie viele Upgrades man noch kriegt im Laufe der Geschichte, das ist schon echt krass. So, jetzt... Ah, Moment, Moment, Moment. Hier wurde mir was angezeigt. Hier ist so ein Schwert. Ich glaube, den kann ich bestechen. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Kohle habe. That's the problem. 200 habe ich... Jawohl, so, jetzt sind wir nämlich auf See nicht mehr gesucht, das ist sehr gut. Und, Victor, was meinst du mit Dungeons kommen zurück? In Assassin's Creed oder, ich meine, ich kenne nur Dungeons and Dragons, was jetzt das irgendwie im Titel hat. Aber Dungeons, also meinst du Dungeons im Spiel? Ach, Leute, bleib doch mal entspannt hier. Wow, Freunde. Was habe ich denn gemacht, bitte? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? What the fuck? Wieso sind die auf einmal so aggro hier? Are you kidding me? Was wollen die auf einmal alle von mir? Okay, na toll, jetzt sind alle meine Missionen erfolgreich. Ich meine nicht, dass ich was dagegen hätte, aber... So, erstmal... Hinein! Ach, in Assassin's Creed Origins. Also so, du meinst so Dungeons, wo man rein kann und die dann eben so ausräubern kann. Das hört sich ja ganz gut an. Beim Anspielen konnte man halt echt nicht so genau sehen, was da alles so dabei ist. Also man hatte 10 Minuten, um das anzuspielen. Deswegen konnte ich mir das gar nicht so genau anschauen. Und... Ich wollte mich halt nicht so sehr spoilern. Ich habe mir zu Origins halt außer ein paar Trailern nicht wirklich was angeguckt. Und zum Gameplay habe ich mir gar nichts angeguckt, angehört, whatever. Ist irgendwo eine Kiste? Ja. Ja, Mann, Kingston. Habe ich die hier eigentlich schon alle... Ja, hier habe ich, glaube ich, schon alle... Aussichtspunkte. Hier waren wir ja auch schon des Öfteren. Da oben ist noch irgendein Lied. Mal gucken, ob ich das kriege. Ein Shanty. Entschuldigung. Ein Lied! Ein Lied, 2, 3, 4. Was ist das? Ach, da vorne. Oh, shit. Rap. Ja, ich wusste es, dass dieses Fuckding wegfliegt. Ja, komm, drauf gepupst. Leute, jetzt bleibt doch mal entspannt. Was soll denn das? Wir werden hier gleich aggro. Was zur Hölle? Gut, da sind wir. Ja, welche Überraschung. Und wir sind
schon, also was heißt schon, in Sequenz 9, also 9, 10, 11, 12, noch vier Sequenzen, so rum ist es besser. Not bad. What news are they? This Bajon works for the Royal African Company. Tell him what you told me. I haven't seen the princess for 8 weeks or more, meaning she may soon be back. What else? I thought this Buck belonged to the other men who was asking about the princess this morning. So I told him that... What other men? A potty sailor in plain rags, and a gent with a scar just here. Where have they got to? Staying just round the corner, they said. I grow tired of chasing these fantasies of yours, Edward. As does the crew. Hang in there, man. We're getting close. Hang in there. Hornigold und Rogers aufspüren. Meine zwei ganz speziellen Freunde. Okay, das ist natürlich wieder ein gesperrter Bereich. Wir müssen also ein bisschen aufpassen. Okay, Moment. Guck ich mal, ob ich hier... So. Da ist natürlich wieder eine Alarmgedöse. Naturellement. Aber muss ich denn? Muss mal gerade gucken, bin ich denn hier richtig? Hier, natürlich bin ich hier richtig. Nick! Dang it! Steht da oben. Offen so ein paar rum. Nee. Ja, die sind bestimmt irgendwo da oben. Da läuft noch einer. Okay, na gucken wir mal. Das wird lustig. So, der ist da oben weg. Ich würde gerne darüber. So. Die sind bestimmt hier oben irgendwo in den Häusern. Oder bei den Häusern zumindest. Ja, komm halt her, damit ich dich töten kann. Ach, jetzt... Ach, Leute, jetzt dreht er wieder um hier. Depp. So, hier rein. Das sind alles nur normale Wachen. Ich fass nochmal darüber. Ach, guck mal, bin genau richtig gerannt. Verfolgen, natürlich. Natürlich. What else? Okay. Have you alerted the men? We're short on time. Fuck. There are two soldiers waiting for us at the crossroads. Very good. Das war Klose, Miroslav Klose. Nein, du bleibst jetzt nicht hier stehen, mein Freund. Shoot. Ah, da vorne steht noch einer, das ist ganz ungünstig. Then one would require a drop of the king's blood to do so. So, hier lang. Das Blöde ist, man kann denen gar nicht gescheit zuhören, wenn man hier nur am Verstecken ist und... As have I, Captain Hornigold. As will all Templars. It is a measure of insurance. And trust, I reckon. Yes, but fear not. This is gonna be fun. To a Templar safe house in Rio de Janeiro. We will not be the observatory's first subjects, I assure you. Aye, sir. I suppose it's a small price to pay for what the Templars have given me in return. Precisely. Governor, when you hunted pirates, fuck. What methods work best? I believe it was my charisma that persuaded them. Violence and threats should all dang it! In Madagascar, I offered those pirates a choice. Fuck. And return to England penniless but free men, or be hanged by the neck until dead. Just as you did in Nassau. Precisely. A pity Commodore Chamberlain did not live. Alter! Wollt ihr mich verarschen, Leute? Sehr geil. So. Natürlich! Wow! Was ist Kacke, ey.
Jetzt geh doch hoch. Boys. Vor allem, dass die anderen überhaupt nicht bemerken, dass hier jemand hinter ihnen herrennt, der verfolgt wird. Ach nee, jetzt wurde ich entdeckt. Super, geil. Ich freue mich. Okay, Leute, dann wollen wir mal gucken. So, bis hierhin hat es ja ganz gut geklappt, muss man sagen. Have you alerted the men? We're short on time. Aye. There'll be two soldiers waiting for us at the crossroads. Very good. If you don't mind me asking, sir, what's the meaning behind these blood samples we're taking? Torres tells me that blood is required for the observatory to properly function. Grobiane töten, sehr nice. How do you mean, sir? If one wishes to use the observatory to... Ey, Flaxer! Wer streamt so spät, trotz Nacht und Wind? Es ist der Flaxer, auf der Arbeit. Ja. Das reimt sich nicht wirklich, aber egal. Reim dich oder ich fress dich. And trust, I reckon. Yes, but fear not. Außerdem streamst du ja nicht, das bin ja ich. Höchstens, wer guckt so spät Streams, trotz Nacht und Wind oder so ähnlich. So, ich glaube, ich gehe mal hier rum, weil die gehen nämlich jetzt hier nach rechts. In Madagaskar. I offered those pirates a choice. Take a part so, and return to aber. England penniless but free men. Müsst ihr nur wissen, wo die lang gehen, der Rest ist ja egal. Er hat Spaß dabei ohne Kind. Holzscheit. A pity, Commodore Chamberlain. Ja, ja. Ist klar. Aber hier ist wenigstens kein Sperrgebiet mehr. Hier kann ich mich dann relativ frei bewegen. Ich muss mich nur ein bisschen verstecken. We all deserve a moment, don't we? Giving everyone fits. Mercifully, they've gone. A cargo of pelts, as usual. They're paid by Wilson. Just to find lots of power. Die drehen sich sicher gleich wieder um, wa? Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Oder sie. Hier reinstellen. Und Flaxer bis heute wieder bis 24 Uhr auf Arbeit. Unterwegs. Jetzt gehen sie natürlich hier wieder in ein Sperrgebiet rein. Das war klar. Natürlich geht er jetzt nach links, nach rechts. Ah, die folgen denen auch noch. Okay. Nun gut, nun gut. Und du sitzt bis 24... du sitzt bis 24 Stunden auf Arbeit. Das ist aber nicht so wirklich konform, glaube ich. 24 Stunden darf, glaube ich, keiner auf Arbeit sein. Das wäre doch ein bisschen heftig. Ich denke, du meinst einfach nur bis 24 Uhr, wa? Leute, ich muss jetzt hier bitte nicht rein, oder? Das muss doch jetzt reichen als Verfolgung. I meant Uhr, sag ich doch. Das andere ist confidential, ist schon klar. Du alter Streamer, du. Yes. Oh nee, belauschen, wirklich.
princess from Fuck. Inspired. Captain Hornigold has dispatched some of his best men to ensure the sage's capture. What of the sage's present location? Do we know? Africa, Your Excellency. Africa? By God. The winds do not favor them. I concur, Grandmaster. I should have sailed there myself. But my slave galley would be more than capable of making this strict journey. Slave galley? Lauf. I fail to see the difference between enslaving some men and all men. Our aim is to steer the entire course of civilization, is it not? A body enslaved inspires the mind to revolt. But enslave a man's mind, and his body will follow up. Natural, efficient. A fair point, Grandmaster. Yes, you! Scheiße. You. Oh, fuck you! Fuck you! Ah, oh, oh, das war knapp. Holy shit! Where in Africa are we looking? Principe, sir, a small island. We've sent two of our best men, Burgess and Cochran, privateers with fast ships and firm hearts. Edward Kenway. Imagine my surprise at seeing your jackdaw anchored there. Have you heard all you came to hear? Will you now rescue the sage from our clutching hands? A pox on you, traitor! You sold us downriver. Because I found a better path. The Templars know order, discipline, structure. But you never could fathom these subtleties. Goodbye, old friend. You were a soldier once. When you fought for something real, something beyond yourself. Oh ja, geil. Aus dem Gebiet entkommen und verstecken. Ich bin raus. Nope. Oh fuck. Holy mother. Ja. Shot yourself, Mann. Hey. So, raus hier. Oh, fuck. Holy crap, wo kann ich denn hin? Ach Gott! Ja, doch. Ihr mich auch. Ey, ich will doch einfach nur hier weg. So, kann ich mich denn jetzt hier verstecken? Ach, meine Güte. Wow. Die sehen mich immer noch. Gibt's nicht! Pff, was war das denn? Och, Junge! Ich hab doch gar nichts gemacht! Ach, Alter. Das nervt, ey. Sag mal! Ich laufe jetzt hier einfach im Kreis. Oh mein Gott! Holy shit, Freunde! Das ist so unfair. La la la. So. Wow. Holy shit. Nice. Und Flaxer, ich streame ja quasi wirklich 8 Stunden am Tag. Ich frage nämlich, was der durchschnittliche Streamer auf Twitch verdient und wie viel ich bzw. der Streamer machen müsste, um mein Gehalt zu kriegen.
Naja, kannst du ja ausrechnen. Der durchschnittliche Streamer kriegt von jedem Abo die Hälfte. Also 50%. Musst du dir ausrechnen. Also ich würde mal sagen, wenn du so... Also wenn ich 1000 Subs hätte, würde ich mich, glaube ich, auch so zumindest... da kann man sich... Könnte man sich quasi komplett selbstständig machen. Aber ich würde sowieso nur quasi halbtags streamen und halbtags was anderes machen. Aber man kann sich ja ungefähr ausrechnen, was ein Streamer so verdient. Aber ja, das ist irgendwie... Das ist ein Thema, was ich nicht unbedingt so... Ha! Gotcha. Was ich finde, das sollte man jetzt nicht unbedingt irgendwie diskutieren. Weil jeder verdient das, was er verdient. Und gut ist. Flaxa hatte ich schon mal gesagt, Prime Subs ist genauso wie ein normaler 4,99 Sub. Der Streamer kriegt genauso viel. Und Prime Sub bringt genauso viel wie ein 4,99 Sub. Achso, ich dachte, die kann ich für meine Crew anheuern. Naja, egal. So, wo muss ich denn hin? Wo darf ich denn hin? Oh, ich muss wieder aus Kingston raus. Da runter muss ich fahren. Gut, Freunde, dann könnt ihr eigentlich schon wieder gehen. Kann ich euch auch entheuern? Nö, ne? Wo ist denn dein Bötchen, damit ich zu meiner Jackdaw düsen kann? Das Bötchen blinkt aber nicht. Doch, aber es ist ein Bötchen. Das blinkt's. Flaxa muss seinen Businessplan aufstellen. Huch! Wo bin ich denn hier? What? Huch, habe ich jetzt völlig falsch? Betreten? Ach, damit wechsle ich einfach nur... Ach, damit gehe ich einfach nur über den Hafen. Oh. Nee, ich will doch zurück zu meinem Dings, zu meinem Bums, zu meinem Boot. Ich will doch nicht rausschwimmen. Na, egal. Hier sind keine... Schiffchen, Bötchen, mit dem ich zu meinem Schiffchen, Bötchen fahren kann. Nee, aber so, ja, Gehaltsüberlegungen, tralala, das finde ich einfach gehört nicht dazu. Ich werde niemals spekulieren, wie viel andere Streamer verdienen, etc. Das ist mir völlig Latte. Obwohl, Schnellreisemenü brauche ich, glaube ich, gar nicht. Oder doch, kann ich, wenn ich da unten... Ja, nee, bringt mir eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich bin eh in Kingston. Das heißt, ich kann eh ganz normal rausfahren. Ich muss eh da runterfahren. Deswegen macht das jetzt keinen Sinn. Nee, weil ich habe es jetzt schon des Öfteren in Streams mitbekommen, dass... Streamer über andere Streamer spekulieren, wie viel die verdienen, was die so machen und oh mein Gott, der hat so und so viele Subs. Denke ich mir auch, ja, und? Ist doch egal. Was? Wir haben zwei Upgrades verfügbar? Willst du mich verarschen? Aber wir haben ja auch wieder, sind zwei Schiffchen sind auch wieder zurückgekommen. Darf ich mal hier rein, bitte? So, warte mal, da haben wir doch wieder... Ist doch wieder jemand zurückgekommen. So, alle Berichte überspringen, bitte. Seekarte, ach, da müsste ich wieder... Naja, lassen wir das mal. Sind keine weiteren... Oh, da ist eine verfügbar. Moment. Mal hier, der große Rauch. 1000, da sind wir dabei. Wenn ich denn was hätte, was ich da... Ja, die darf kann ich da hinschicken. Ja, Schiff entsenden, bitte. Cool. So, dann habe ich wieder alle auf See geschickt. Und guck mal, jetzt erzählt er mir wahrscheinlich, ich kann irgendwie wieder die Harpune aufrüsten oder so. Wetten? Ich ja drauf wetten. Ja, natürlich, jetzt kommt wieder, ja, Panzerung des Beiboots, tralala.
bin ja kurz davor, das abzugraden, einfach nur, um es wegzuhaben. Aber das will ich nicht. Also hier oben, das ist das Wichtige. Was wollte ich noch machen? Die Kanonenbestückung auf jeden Fall. Da brauche ich 300 Metall. Grundkugeln werde ich auch nicht mehr schaffen. Sonst sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Das könnte ich noch schaffen. Die verbesserten Drehbassen. Der Rest ist einfach zu teuer. Das kriege ich nicht hin. Ja, Flaxer, ich gucke auch nicht großartig auf andere. Natürlich gucke ich mir andere Streamer an, weil ich sie selber gerne gucke. Und man kann sich da auch sicher ein paar Sachen, vielleicht so vom Design her oder von der Art und Weise her, wie jemand was macht, kann man sich angucken. Ich finde auch immer mal wieder ganz interessante Software oder Programme, die der Streamer nutzt, wo ich dann sage, ach, das könnte ganz interessant sein, vielleicht mal merken. Aber ansonsten sollte halt jeder sein Ding machen, weil sich von anderen Streamern, von der Art und Weise, wie sie streamen, etwas abzugucken, kann auch falsch sein. Man sollte ja immer selber so bleiben, wie man ist. Gab's doch irgendeine Werbung. Bleib so, wie du bist. Was waren das nochmal? Gab's doch irgendeine Werbung. War das was für was zu essen? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber dieses Bleib so, wie du bist, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Du darfst! Ja, genau, es war was zu essen. Ich wusste es doch, genau, diese Du darfst-Reihe, von der ich, glaube ich, noch nie irgendwas gekauft habe, obwohl ich die Werbung ständig gesehen habe. Also Werbung ist nicht alles. Genau, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ich glaube, das meinte ich, ja. Gott. Gibt es die Werbung überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke ja schon seit 100 Jahren mindestens kein Fernsehen mehr. Deswegen weiß ich gar nicht, was so an Werbung läuft. Ralf Rute macht ja auch immer so Werbeparodien. Und ich gucke mir die zwar an, aber ich verstehe die gar nicht, weil ich die Originalwerbung gar nicht kenne. Ich meine, ich finde die immer noch lustig, die Werbeparodien, die er macht. Aber ich kenne die Originalwerbung nie. Deswegen kann ich jetzt nie sagen, oh, lustig oder oh ja oder so. Vertrauen muss man sich verdienen. Ja, ja. What's our course, Captain? Bringer Bay, Quartermaster. We're sailing to the coast of Africa. Okay, so, wo, was, wie, wieso, weshalb, was tun wir hier eigentlich? Oh, und ich müsste meine Crew wirklich mal auf... Oh, scheiße. Okay, wir müssen alle versenken. Na gut. Ich habe mich ja ein bisschen aufgerüstet. Das sind außerdem relativ kleine Kanonenbötchen. Huch, ich sehe nichts. Okay, die ist schon mal da. Ist da, die ist auch da. So, wir müssen hier mal kurz weg. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. So, die ist da. Ich hier mitnehmen. Also was heißt mitnehmen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Warum? Kann ich die entern? Um euch kümmere ich mich gleich. Oh shit. Entschuldigung. So, ich kann sie entern, ich kann sie entern. Sehr schön. Wenn wir schon mal dabei sind. Und
einer. So, 8 haben wir schon geschafft. Und Flaxa, meinst du, dass es die Werbung nicht mehr gibt, weil es marketingtechnisch nicht mehr so gut funzt? Keine Munde. Richtig geile Scheiße. Upsi! Ja, 15 müssen wir töten, das dauert ja noch ein bisschen. Au! Ja? Hast du dich nicht? Zack. Jawohl! So. Da haben wir's. 3 von 5 haben wir ja schon. Was machen wir denn mit dem Krempel? Ich denke mal, ich werde die Crew erhöhen. Das heißt... Achso, ich kann nur Dejector reparieren. Na gut. Mehr kann ich damit leider gar nicht machen. Aber wir haben zumindest ein bisschen Loot abgegriffen. Das ist ja auch nicht schlecht. Loot tut gut. So. Ah, wo sind die denn alle? Da hinten ist noch was Kleines. So. Und... Und was ist schon? Okay, das ging schnell. Gut. Wieso ging das jetzt so fix? Wir hatten 3 von 5 und das war doch jetzt gerade mal eins, was wir erledigt haben. Na gut. Oh, warte mal, hier ist noch einer zum Einsammeln. Gott, aber komme ich hier nochmal rum? Ich sehe da vorne was rumschwimmen. Weil wenn, dann würde ich die doch gerne mitnehmen. So, nein. Come on, rum. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt, aber egal. Weil es zur Völlerei aufruft. Naja. Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es ist ja eh vor Jahren rausgefunden worden, dass diese ganzen Leitreihen sowieso ein Witz sind. So, ich will raus. So. Juhu! Naja, wer immer noch nicht weiß, wie er gescheit auf seine Gesundheit achten soll, dem kann man, glaube ich, sowieso nicht mehr helfen. So, einmal bitte. Bitte, danke. So, Synchronisation. Hell yeah. Das ist voll der tödliche Sprung jetzt hier. Wow. Gut, es ist recht flaches Wasser. Das kann auch... Ah, wir sind auf Principe. Und da gibt es eh nur 2 Punkte. Also warte mal, da vorne ist noch Loot. Und Loot tut gut. Nasse Klamotten sind ungünstig. Machst du mal auf hier. Klar, ich kann es nur von einer Seite aufmachen. Das ergibt total Sinn, Freunde. Nun gut, also Sperrgebiet und wahrscheinlich da vorne irgendwo wieder böse, böse Gegner. Böse, böse. Ah, siehst du, hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt? So geht's schon mal los. Okay, upsi. Ich liebe es, wenn Gegner einfach so aufploppen. Die 2 hier auf der linken Seite, die waren jetzt vor einer Sekunde noch nicht da. Wir könnten hier auf die Fässer schießen. Wir könnten es aber auch sein lassen. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Lul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 
Okay. Muss ich hier über... Aber ich muss hier über die Bäume, wa? Ich denke, ich muss hier hoch. Ah, geil. Geilomatico. Ja, genau. Böse Puppen auf den Boden. Super. Was habe ich eigentlich? Wir könnten sie ja ein bisschen beschäftigen hier mit dem Kollegen. Das machst du gut. Du greifst den an. Das ist sehr gut. Jetzt sind die nämlich beschäftigt. Und ich kann hier rüber. Entschuldigung. So. Nein, ich würde gerne hier lang. Ja, ich glaube, so ist gut. So ist gut. Hier sind keine Gegner. Aber eine Kiste. Open the Kiste, please. So. Gut, Prinzip scheint nicht besonders groß zu sein. Es gibt hier nur 6 Truhen. Und hier sind irgendwie alle tot. Das ist ungünstig. Okay, Flaxer. Die Statisten wurden in den Sketch nicht eingeweiht und deren Vorgabe war, dass sie nur bezahlt werden, wenn sie nicht lachen. Was du wieder alles weißt. Daher ist das Bemühen, nicht zu lachen, ernst gewesen. Okay, wow. Also bei Monty Python jetzt? Krass. Captain Kenway. Yet another dire situation, Roberts. We really must stop meeting like this. Stop tailing me and your wish had come true. There's no need for this. You know I'm as good as my word. Our Captain Howell was killed today in a Portuguese ambush. Headstrong fool. I warned him not to go ashore. It was orchestrated by the Templars, Burgess and Cockrum. The same sort that took you to Havana. Ah, I see now there is no escaping the Templars' attention, is there? I suppose it is time to fight back. I do like the sound of that. And I know just how I'll do it. But these men, Burgess and Cockrum, they cannot be allowed to leave with word of my escape. They won't. Count on it. If you spot any men from my crew, do them some kindness and send them here. I'll do all I can. Okay, Burgess und Cockrum aufspüren. Cockrum ist ja auch ein eher ungünstiger Name. Jetzt mal ganz ehrlich. So, ja, 6 Kugeln. Da wirst du mal auf den Abzug krabbeln hier. Ist ja grausam. So, hast du noch was Hübsches dabei? Okay. 3 Kugeln, nice. Das heißt, ich habe jetzt wieder... Oh, ich habe 9 Kugeln. Das hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Eine Kugel. Sehr schön. Ich gebe mir die Kügel. Und falls ich heute etwas albern drauf sein sollte, ich habe heute auf der Arbeit keine Pause gemacht. Wir hatten heute Verabschiedung eines Kollegen, der heute seinen letzten Arbeitstag hatte. Und das war doch dann ein bisschen albern. Kann ich das Huhn eigentlich töten? Nicht? Schade. So, jetzt wird's fucking interessant. So, hier sind 2 Kollegas. Das ist nur nicht wie's. Ach du Gott. Am geschicktesten ist, wo ich da hingehen soll. Ist ja gut, dass hier nicht so viele Gegner sind. Seriously. Okay, warte mal, den dicken kann ich mir schnappen. So, wenn der Dicke meint, er muss mich hier ankrabbeln, dann hat er verloren. Oh, Rauchbombe. Nice. Gut, die Kugeln sind auch wieder voll. Cool. So. Rauchbomben. Ich sollte die Gegner mehr durchsuchen, habe ich so das ganz dunkle Gefühl. Okay, gut. Ihr müsst mir übrigens auch mal sagen, wie ihr das findet mit der Webcam, dass die jetzt ein bisschen größer ist. Ob das okay ist oder ob ich mich doch wieder kleiner machen soll.
Oder wie oder was? Ich dachte, ich mache mich mal ein bisschen größer. Ich muss bestimmt da rein. Könnte aber einen drauf lassen. So, da sind drei. Schön mit Öl. Da sind noch zwei. Muss nicht mal ein Zweierpärchen rumlaufen. Sind die zusammen oder was? Ich muss da runter. Ja gut, das ergibt Sinn. So, die sind hier draußen. Ich mach hier rein. Ja, kriegt euch mal wieder ein. Da hinten läuft noch einer. Ich habe noch ein Stückchen vor mir. Der Typ da vorne macht mir Sorgen. Obwohl, der steht im Rücken zu mir. Nice. Uff, 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 uff. So. Ach, jetzt muss ich wieder hier runter. Da steht aber einer. This is not very günstig. I try to kill him. Okay, so, now we're talking. Jetzt kommen wir so langsam. So. Und da unten sollen sie irgendwo sein, die Kollegas. Mal gucken, ob ich von hier oben irgendwie eine gescheite Übersicht habe. Da sind nur zwei Wachen. Wir machen das jetzt am geschicktesten. Da unten steht ein bisschen unqualifiziert rum. So. Ich muss mal gerade gucken, da unten müsste noch einer stehen. Ich bolze jetzt erstmal alles weg, was geht. Okay. Na komm, leg dich hin. So, schöner Föhn. Warte mal. Euch dicke Schweini. Schweini, Schwein. Okay, ja, das sind nur die zwei, die ich schon gesehen habe. Uff. Da hinten stehen zwei, aber ich glaube, das sind auch nur normale Wachen. Schön mit Öl. Lalalala, okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, ich muss mich irgendwo verstecken. Wann ist was zu verstecken? So. Und Flaxa, du hast eine Menge Partywissen. Ja, unnützes, aber irgendwie lustiges Wissen im Kopf. Das finde ich aber auch immer ganz interessant. Also, ich kann mir sowas nie merken. Ich lese sowas immer, aber ich merke mir das irgendwie nicht. Und du findest die Cam okay so. Na gut, dann lassen wir das so. Weil vorher kam ich mir immer so klein vor.
klein und unbedeutend. Und da oben ist bestimmt, ja, da ist wieder ein böser Junge, der mir alles abballert. Das sind nur normale Waffen. Birches und Cochrane eliminieren auch noch. Ach du Scheiße, okay, ich muss laufen. Was zum... Wow! Okay, ich muss wirklich hinter dem her. Why is that? Je suis über... Wow, ich muss ganz da hoch wieder. Wollt ihr mich verarschen? Doppelattentat auf Cochrane. What? Seriously? Gut, ich soll anscheinend einfach ab durch die Mitte, wa? Ja, der war doch da hinten irgendwo. Was ist denn der Sack? Ah. Je suis überfragt. Der kam von da hinten irgendwo. Aber ich habe jetzt echt überhaupt keine Ahnung, wo der herkam. What the fuck? Ja, jetzt zwei kriegt euch mir wieder ein, aber wo ist denn der? Der ist von da hinten her gesprintet gekommen. Aber ich weiß auch nicht, warum der jetzt darüber gesprintet ist. Ich hab. Vorhin bloß ein Schimmel. Was das jetzt sollte. Wieso ich ihn auf einmal im Blickfeld hatte. Ah, da hinten ist er. Töten. Geil. Ja gut, Doppelattentat können wir jetzt, glaube ich, mal in die Tonne kloppen. Scheiße. Komm. Nein! Du sollst die anderen eliminieren, du Pisser. So. Wo ist der andere? Da kommt er. Oh, der hat eine Axt. Nice. Nein! Oh, wieso greift er immer die anderen an? Das ist so ein Witz. Why, Junge? Why? Oh shit, ich muss weg. Oh, ich habe ihn getötet. Geil! You did us good, Kenway. Proved yourself a true Bravo. And for what? His own bloody pride. You stepped in the path of my prize. Not a thing a man should do. A cocksure, Cully. Just like Hornigold said. That Templar scab means nothing to me. None of you do. And you're worse for it, Kenway. It were the Templars who took us in when all else went to shit. Not our king. Not our country. The Templars. The Templars is our family. Where's yours? In honest service, there are thin comrades. Okay. No wages. Boom, baby. Das war knapp. Wenn ich noch eine Sekunde länger gewartet hätte, wäre nämlich die Bombe neben mir explodiert. Gut, dass ich den einen jetzt gerade noch so getötet habe. So what man with a sensible mind would choose the former life when the only hazard we pirates run is a sour look from those without strength or splendor. Soll ich jetzt wieder einfach zurück? Oder was?
Ich glaube, ich soll erstmal mit ihm quatschen dann. And with so fierce a conviction that it may frighten you to see your passions reflected from me in so stark a light. But if it's a captain you see in me now, I then I'll be your bloody captain. Chaka! Ja, wir sollten ihm zuhören. For I have dipped my hands in muddied waters, and withdrawing them, find it better to be a commander than a common man. Oh. You flatten with your resistance. I'm looking for the observatory. Folks say you're the only man that can find it. Folks are correct. Despite my distaste for your eagerness, I see in you a touch of untested genius. I'm Bartholomew Roberts. Edward. I've no secrets to share with you now. But if you'll lend me your aid, in 2 months' time west of the Leeward Islands, well, it's there you'll get some answers, I promise you. Juhu! Ja, wir haben wieder Piratenbefreiung und Doppelattentat verübt, aber das ist mir jetzt mal egal. I don't care. Und Roberts erinnert mich immer total an die Braut des Prinzen oder Princess Bride. Bride, Entschuldigung. Erinnert mich total. Der grausame Pirat Roberts. Ich liebe ja die Braut des Prinzen. Das ist so ein toller Film. Und natürlich der Sternwanderer. Alles, was Neil Gaiman irgendwie macht, ist einfach genial. Funny that. With scurvy, the fix is more pleasant than the cause. When you catch a dose from a horn, must treat it with quicksilver. You're fonder of getting the disease than you are of curing it. Something biting at you. Oh, all men desire to live by a code or a creed, yes? Yet when pressed, most defer to their instincts rather than the laws that bind them. What is the appeal of a creed if it does not yoke all men to like behavior? Might make a man feel like he belongs to something. What's your answer? Oh, that all men are sheep. That an old wolf like me deserves every ounce of blood he draws. Sail to this location. Bring only those you trust. Aber wir vertrauen doch niemandem. So mysteriosa. Mysteriös. So mysteriosa ist jetzt verfügbar. Dann gucken wir uns doch mal dieses Dings ihr an. Aber ich muss jetzt wieder weg, oder? Ja, darunter einfach. Oh wow, okay, da muss ich aufpassen. Da ist ein dickes, dickes Ding. Ihr wisst schon. Gut. Dann würde ich einfach wieder zurück zu unserer großartigen Jackdaw mich durchschlagen. Gucken wir mal, was uns hier als nächstes erwartet. Ja, Sperrgebiet. Hier ist doch niemand. Oh, da vorne. Da schwimmt schon wieder was rum. Sieht nach aber nur einem popeligen Kanonenboot oder so aus. Let's go. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir haben jetzt die 700 Follower voll. Da sind zwar auch viele dabei, die jetzt einfach von der App her gefolgt haben in letzter Zeit. Dieses automatische Followen. Aber da sind auch viele dabei, die legit gefollowt haben. Das ist schon ziemlich nice. Oh, komme ich hier eigentlich raus irgendwie? Weil angefangen habe ich im März, oder was heißt angefangen, weitergemacht im März quasi. Das waren 572 oder so hatte ich. Das ist schon ziemlich nice. Ich glaube, ich fahre... Ja, ich fahre so raus hier durch. Ja,
Jetzt müssten halt nur noch so viele Leute zuschauen. Das wäre natürlich nice, aber man kann natürlich niemanden zu seinem Glück zwingen. Aber ich finde schon, dass wir ein bisschen gewachsen sind, auf jeden Fall. Es sind, wo ich anfangs immer nur so 2-3 Leute hatte, die regelmäßig dabei waren und die zugeguckt haben, sind wir jetzt schon mal so bei 5 bis manchmal sogar 10. Das ist natürlich schön. Ja genau, Flaxer, wenn so viele zugucken und vor allem dann auch noch in den Chat schreiben, wenn sie nur zugucken und nicht ins Chat schreiben, dann kann ich auch weiterhin auf deine doofen Witze reagieren. Also alles gut. Nee, aber so viele Zuschauer werde ich wahrscheinlich nie haben. Dazu mache ich hier zu wenig Entertainment. Oh, hier ist noch jemand. Ah, shit. Okay. Ja, das sind immer so Schatzkarten. So Schatzkartengedöse. So, einen nehmen wir noch mit. Einer geht noch rein. Ich muss aber hier rum. Ich meine, vielleicht spiele ich auch einfach nur die falschen Spiele. Ich weiß es nicht. Oh, crap. Was bist du denn? Du bist... Oho, Stufe 49. Aha, Kriegsschiff. Ah, no, I don't think so. Dankeschön. Wiedersehen. Moment. Falcon Blanco Major? Oder Major? Die haben wir doch auch quasi. Also so eine, die so heißt. So eine Fregatte haben wir auch. So ein publikes Bötchen. Ja, ein Schoner. Ah, hat aber Holz. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Was bist du? Fregatte ist aber eine von uns. Ich denke, das wird unser Ziel sein, wo wir eh hin müssen. Naja, aber ich muss sagen, ich bin gespannt, wo es halt mit dem Stream noch hingeht. Ich habe noch so... Das heißt, kein Plan, aber ich weiß noch nicht, was ich alles tun kann, um den Stream auch ein bisschen größer zu machen, ein paar mehr Leute ranzuholen sozusagen. Müssen wir mal gucken. Und ja, das ist unser Ziel. Man glaubt es kaum. So, ne? Blackbarts Schachzug. Blackbart? Seriously? Also entweder Blackbeard oder Schwarzbart, aber Blackbart finde ich jetzt ein bisschen albern. Ah, Captain Kenway. Should we use your ship for this next scheme or mine? At first hear the details before deciding. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. The jackdaw, then. Excellent. We're underway, Roberts. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal vials filled with blood. You may remember. We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain. But I did not give you leave to question why. I want those blood vials intact. And if that does not happen, we part as enemies. Do you understand? I'll try to, aye. Na, der ist ja sympathisch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir uns mit dem hier einlassen. Er ist ein bisschen böse. I'll place your accent, Roberts. Is it the west you come from? Exactly right. A tiny town called Casnewith Bar. I've heard of it. Aye. You have. I always fancied it should have a placard placed at its borders. Welcome to Casnewith Bar. The town you have just passed.
I'm from Swansea myself. Ah, a teeming metropolis by comparison. Also eine super Idee hier zu segeln, Freunde. Wieder so Winde, die dich sonst wohin treiben. Oh Gott. Oh, Stufe 17 geht ja noch. Okay, Kanonenboot. Ouch, that hurt. There's the thing for us, Captain. You see that ship here? We'll need its flag for this ruse to work. Okay. If I can steal their flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. By all means, try. Okay, also wir dürfen gar nicht angreifen. So, ich versuche die mal von hinten zu dingsen. Weil die da vorne lenken die jetzt ab und quatschen gut. Ja, da läuft zwar noch einer rum, aber vom Prinzip her. Böse, 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 war so, wa? Okay, was soll man dir erzählen hier? Wow. Nein! Komm mal her, mein Freund. Die Flagge ist hier an dem Mast, okay. Ja, shit, den kann ich mir gar nicht schnappen. Boom, Baby. So, das war ja kein Kampf. Ich hab den umgebracht. Sag mal, spring doch mal nach hinten, du Nasenbär. Ich bin... Wow, Junge. Sag mal. Da, oh, Junge, jetzt geh doch hoch. Wow. Oh, geil. Anonym werden. Ja, klar. Ja, ich verstecke mich jetzt dahinter und werde sofort anonym. Ist klar, Freunde. Natürlich. Gut, das mit dem in Kämpfe verwickeln lassen hat sich ja schon mal... So, jetzt kann ich die Flagge einholen, ganz schnell. Und Sex. Guten Morgen, bitte was? Aber ja, guten Morgen. Wann auch immer du aufgestanden bist. Dass es für dich jetzt morgen ist, herzlich willkommen. Das Steuerrad erreichen, wenn er sich hier mal technisch gesehen... So. Und hallo Murdoch. Hallo erstmal. Vielleicht wären es mehr Zuschauer, wenn die Games auf Deutsch wären. Das weiß ich noch nicht mal. Ich finde aber deutsche Übersetzungen so. Oh, da kriege ich die Krise. Das klingt halt stellenweise echt schlimm. Das ist halt sowas, das wurde mir auch schon auf YouTube oft gesagt, mach die Spiele doch auf Deutsch. Ich sag mir, Leute, Englisch ist eine Weltsprache. Natürlich gibt es einige, die es nicht können. Aber ich finde einfach, wenn die Spiele auf Englisch, wenn das Original ist, viele, viele Wortwitze funktionieren im Deutschen halt einfach nicht. Da sind die Spiele und die Dialoge nur halb so witzig wie, I'll keep my distance. Slow and steady. Aye. Da sind die Spiele echt nur halb so witzig. Por favor, senhor. Implore que considere aquilo que está prestes a fazer. Now é possível. Ich kann es natürlich probieren, aber... He's not whinging. He's a static. Ich meine, ich weiß, dass es zum Beispiel Sascha, also Dieselchen, tierisch freuen würde, wenn ich die auf Deutsch spiele, weil er ja auch so... kaum Englisch kann. Aber mir bereitet es halt fast körperliche Schmerzen, wenn ich Spiele auf Deutsch spielen muss. Aber ich kann es gerne mal ausprobieren. Kann ich eigentlich das hier jetzt bei den Optionen...
Oh ja, komm, wir spielen alle Spiele mal auf Französisch. Da hat jeder was von, weil ich es nämlich auch nicht verstehen würde. Würde ich das jetzt umstellen? Geht das? So mitten im Spiel? Wenn, dann wäre es ja nice. Mal gucken, wenn sie wieder was sagen, ob es jetzt auf Deutsch wäre oder nicht. Aber er hat auf jeden Fall gespeichert. Oh, Flaxer, du kannst Französisch sprechen? Oulala. Ich verstehe etwas. Also so ist es nicht. Ich verstehe schon, was gemeint ist, wenn jemand mir auch was auf Französisch zumindest schreibt oder so ein bisschen sagt, verstehe ich auch. Direkt voraus. Sie laden etwas von dem Schiff ab. Oh, Entschuldigung. Das war mein Mikro. Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Die Truhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche, bring sie. So, Spiele auf Deutsch. In mir zieht sich zwar alles zusammen, aber probieren wir es mal. Du Flaxer, oui. Moi, je sais parler le français de temps en temps. Oh là là. Ja, ich kann auch nur sagen, je m'appelle Eva. Je viens de Berlin. Berlin? Ich weiß gar nicht, wie man es richtig auf Französisch ausspricht. Aber gut finde ich, dass die Gegner hier jetzt nicht übersetzt werden, sondern dass sie Spanisch sprechen. Oder was auch immer sie sprechen, Portugiesisch. Ah, da. Na, ich glaube, es ist eher Portugiesisch, was die sprechen. Oder... Spanisch ist es nicht. Ich finde ja, Portugiesisch hört sich auch irgendwie cool an. Also das klingt auch irgendwie klasse. Ein Französisch hatten wir halt nur eine Lehrerin, die in der 7. und 8. Klasse. Die war richtig gut. Und dann ab der 9. hatten wir so einen Mistlehrer. Das hat mir meine ganze Französisch-Karriere versaut. Das war echt schlimm. Ich glaube, ich hätte Französisch noch richtig gut gefunden. Also die Sprache, ihr Schweinchen. Wenn wir da richtig gute Lehrer gehabt hätten. Aber immerhin kriege ich noch so ungefähr was mit, wenn jemand was schreibt oder sagt, was ungefähr gemeint ist. Warte mal, kann ich hier irgendwie außen rum oder muss ich mich da jetzt in Kampf verdödeln lassen? Hier links rum vielleicht. Weil die stehen da etwas ungünstig hier genau in der Mitte rum. Wie schaut's aus? Oh, nice. Okay, das war gut. Das war eine gute Idee. So. Uff, da stehen schon wieder zwei. Ich will die Truhe nicht plündern. Ich meine, ich hatte mir auch immer mal vorgenommen, mal so eigenständig mir mal wieder so einen Französisch-Schnellkurs oder so zu holen und mal selber irgendwie zu lernen. Aber ich denke mir dann immer, ich benutze es zu wenig. Ich beneide meinen einen Kollegen, der leider geht, der ist halt Schweizer und ist halt mit Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch quasi aufgewachsen. Also... Ja, der spricht Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Und das fließend. Also 5 Sprachen spricht der fließend. Und das ist schon holy shit. Und das ist richtig scheiße, dass der geht, weil wenn jetzt irgendjemand was schreibt auf Spanisch oder so, haben wir überhaupt keinen mehr, der das irgendwie übersetzt. Da müssen wir den Google Translator benutzen und ihr wisst ja, wie gut der Google Translator ist. Nein, ich bin gar nicht da. Ihr seht mich nicht. Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Na gut. So, den hatten wir schon mal. Aua, ich sehe doch nichts. Ach, der schmeißt wieder seine blöde Bombe hier. Komm mal her.
meine Süßen. So. Ja, und auf einmal sieht er mich nicht mehr, ist klar. Was? Nutzt lieber DeepL? Das ist besser als Google. Kann ich gar nicht. Ich weiß, dass es auch eine Suchmaschine gibt, die irgendwie Tiere unterstützt oder keine Ahnung. Oder die Umwelt halt. Ah. DeepL.com/translator. Ah, okay. Boah, das sieht gut aus. Werde ich mir mal merken. Danke für den Tipp. Und guten Abend, Sascha. Sascha, es wird dich freuen zu hören. Ach, der kommt jetzt runter. Dass ich das Spiel mal auf Deutsch gestellt habe. Also auch mit deutscher Sprache. Ich höre dich jetzt innerlich jubilieren und schreien. Ja, endlich. Boom, Baby. Leere Blutampullen. Mhm. Follow the ship. Also muss ich doch jetzt eigentlich wieder zurück, oder? Sascha, ist nicht wahr. Wie soll ich denn das Schiff jetzt verfolgen? Dazu müsste ich doch jetzt erstmal... Ah, die kommen mich abholen. Ist aber nett. Sascha, siehst du? Wusste ich doch, dass du innerlich und äußerlich jubilierst. Nein, Murdoch hatte das vorgeschlagen, weil ich gemeint habe, ich weiß halt noch nicht, wie ich vielleicht noch mehr Viewer an den Stream binden kann und tralala. Und er meinte, ja, wie wär's denn? Die Landzogen war voller leerer Ampullen. Wo ist der portugiesische Captain? Er konnte nicht mehr von Nutzen sein. Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Ja, und er meinte, wie wäre es denn, halt die Spiele eventuell auf Deutsch zu spielen? Schließ dir an, Captain. Männer, die denselben Weg gehen und davon abkamen. Wir sind aus härterem Holz, Ade. Wie oft waren das eines Seemanns letzte Worte, frage ich mich. Ich meine, in mir zieht sich alles zusammen, wenn ich die jetzt Deutsch sprechen höre, aber gut. Mehr Segel. Mal gucken. Alles, was wir haben. Obwohl ich schon glaube, dass so auch die jüngere Generation, wenn man die Spiele auf Englisch spielt, es gibt ja schon viele, die auch sagen, ich spiele die Spiele immer auf Englisch, weil wegen Authentizität und so. Oh Scheiße, sind hier viele. Are you fucking kidding me? Wow. Nehmen wir Vater. Und doch sechs. Natürlich spiele ich noch Destiny 2, aber Freitag, Samstag, Sonntag sind meine Destiny 2 Tage und ich muss ja meine Assassin's Creed Challenge noch rumkriegen quasi. Deswegen von Montag bis Donnerstag ist jetzt Assassin's Creed Tage und Freitag, Samstag, Sonntag sind Destiny 2 Tage. Unser Schatz sollte an Bord der Galeone sein. Holy shit, das ist ein großes Schiff. Und spar uns etwas Zeit. Ei, genauso würde ich es machen. Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. Und Sex, spielst du denn auch Destiny 2? Oder? Ja, siehst du, da postet Kalle Fridolin schon hier unseren Clan. Ich tauch mal unter. Crap. Mach ich denn das jetzt am geschicktesten hier? Den Weg für die Jackdaw freimachen. Ja, ich finde die Sprache einfach cool. What? Die fängt jetzt auch an zu schwimmen. Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Na ja, komm, drauf geschissen. Ich renne jetzt hoch.
Guten Tag. Hallo. Nein! Ah, ich wollte hoch hier, Mann. So, die haben wir schon mal down. Und... oh Gott. Das tat aua. Das tat sehr aua. Und wir im Wasser rum. Flaxa, du findest es nicht authentisch, wenn alle nur mit entsprechendem Akzent sprechen. Sprich, alle Englisch im Akzent sprechen. Und, achso, Sex, du wartest noch auf den PC. Auf den PC-Release, das tun ja die meisten. Aber ich werde für PC echt keine Zeit haben, also ich werde auf der PS4 bleiben. So, guten Tag. Ja, guckst du, ne? Ah, das ist auch wieder hier. So, dann schnappen wir uns mal den. Ich halte mich jetzt nicht großartig auf hier. Wenn die mich nicht sehen, ist alles cool. Ah, ich soll noch darüber? Nein, ich wollte die... naja, so geht's auch. Ich wollte eigentlich die Schnur oder das Seil nehmen, was da hing. Au. Die Kontrolle über das Schiff übernehmen. Ja, geil. So, ich bagger hier mal auf die andere Seite. Nico. Oh, eine große Eva. Guten Abend, Nico. Also vielleicht hole ich mir Destiny 2 mal, wenn es irgendwie, hatte Benny ja auch schon gesagt, irgendwann, wenn es mal im Angebot ist oder so. Er kommt drauf geschissen hier. Ah, fuck. Fick dich. Alter. Come on. Autsch, okay. Ne, da muss ich warten, bis er angreift. Ja, so viel dazu. Wow. Und Sascha, du wartest immer noch auf deinen PC-Code von Mediamarkt? Not so good. Und dann nochmal irgendwie nachfragen oder so? Weil es kommt ja jetzt schon bald. Oh fuck, jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen. Crap. Okay, okay, okay. So, dann weiß ich jetzt aber, wo ich hin muss. Dann buddel ich einfach hier nach vorne. Ich mache da jetzt keinen großen Aufwand. Ich schnapp mir einfach die beiden und fertig ist die Laube. 2 bis 4 Wochen nach dem Kauf. Das ist ja schon ein bisschen länger her, oder? Das ist doch schon Monate her mit deinem Kauf. So. Moment. Ouch, that hurt. Ja, Nico, also mindestens 4 Wochen ist das doch her, wo Sascha jetzt schon erzählt hat. Mit dem Code, dass er da wartet. Es ist doch schon 100 Jahre mindestens her. Nee, aber ich meine, das sind die 2 für einen PC. Wie gesagt, wenn es halt irgendwie mal im Angebot ist, halt einfach um PC auch mal zu... oh, Leute, jetzt kuschelt mich doch nicht so an hier. Einfach um auch, um halt mal PC zu üben, zu spielen. Und auch mal was Schnelleres als, yes, Bitches. Ha, siehst du, so geht's ganz einfach. Ja, so, nice, geht doch. Oh. Wir wurden entdeckt. Hat lang genug gedauert. Auf Kampfstation, an die Kanonen. Und zwar alle Mann. Auf deinen Befehl, Captain. Lassen wir diese Bestie brüllen.
Fahrt aufnehmen! So, mit dem Flaggschiff entkommen. Okay, wir müssen einfach nur entkommen. Das heißt, ich lasse mich jetzt gar nicht in irgendwelche Kämpfe verwickeln. Boah, ist die langsam, ey. Ah, mal gucken, was die so kann hier. Hier rum. Oh shit, da vorne sind ein paar Dicke. Und falls sich noch wer wundert, ja, das Spiel habe ich auf Deutsch gestellt. Gott, ist das langsam. Wow, ist das langsam. Achtung, Einschlag! Oh fuck, ey. Nimm die Rahn auf den Bett! Hunden treffen! Feuer! Gott, ist das Ding langsam. Feuer! Feuer! Feindliche Feuer! Tor zur Hölle! Feuer! Da ist diese Schwachstelle! Feuer! Auf dein Zeichen nachhitten! Eine Salve genau Feuer! Da rein. So Feuer! Feuer! Schieß dahin! So. Feuer! Feuer! Das ist die Gotze! Das wird sich verwenden! Achso, ich muss da rüber. Oh, crap. Das ist ja gar nicht mehr so weit. Wir haben getroffen, Sir. Und... Ach, Nico, dein PC ist mal wieder abgestürzt. Ach, shit. Dammit. Gegner feuern. Ja, lass sie doch feuern hier, die kleinen Pisser. Feuer! Raining down. Oh, der ist down. Ach, anonym werden und zu interagieren. Geil, okay, ich muss die doch alle töten. Na, wo seid ihr? Her. So, die sind down. Jetzt haben wir nur noch die hier. Ja, downstairs. Jawohl. So. Dann sind wir aber gleich... Ah, da sind ja noch mehr! Puh! Segel setzen! Bewegung! Feuer! So schnell wir können, Sir! Feuer! Sind bereit, Sir! Gegner feuern! Okay, ich muss ja doch noch mehr töten hier. Sie haben uns, Captain! Feuer! Wacke, geht gleich unter! Wolltet gern schwimmen, hä? Feuer! Ja, Captain! Eine Salve, genau! Feuer! Erwarten Befehle! Feuer! Ja, fuck, das war nix. Verdammt daneben! Sie feuern, Sir! Leesegel einholen! Oh Gott, ist das Ding langsam, ey, wow. Treffer eingesteckt! Feuer! Das Treffer könnten Sie laden! Sie geht gleich unter! Na, rum, rum, rum! Feuer! Die Schwachstelle ist umgeschützt! Geht am Tor zur Hölle! Come on, come on! Feuer! So, die sind jetzt down, oder? So, jetzt haben wir alle erledigt. Got it. Eine Prise. Ah, die Templer waren fleißig, wie es aussieht. Lawrence Prinz Blut. Wertlos. Woods Rogers Ben Hornigold sogar Torrestelt. Kleinste Mengen für einen bestimmten Zweck. Bring mich zum Observatorium, Robert. Ich muss wissen, was es ist. Und was dann, hm? Verkaufst du es hinter meinem Rücken? Oder hilfst du mir, es zu unseren Gunsten zu nutzen? Was immer meinem Lebensglück mehr dient. So ein Firlefanz. Ein frohes und kurzes Leben, das ist mein Motto. Mehr Optimismus kann ich nicht aufbringen. Also gut, Captain Kenway. Du verdienst einen Blick. Und damit haben wir es geschafft. Ja, den Kapitän mit Hilfe eines Seilsprungs töten war sogar ein Ziel, das wir machen konnten. Das war auch das Einfachste, wie es geht. Okay, wow. Ich glaube, das sind alles unsere Freunde quasi jetzt, oder? Nee, nicht wirklich. Fregatte, bla. Sind wir jetzt wieder auf unserem Schiff, oder? Ja. Ja, das ist wieder die Jackdaw. Metall. Ja, das ist Stufe 29, aber das könnte noch gehen. Gut, wenn ich mich denen jetzt alle stelle, das wird lustig.
Alles setzen und scharf zum Wind ausrennen. Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir die alle, wenn die, die so nah sind. Oh Gott, wir sind zu gut wie down. Und sie gehen unter. Und wir sind down. Shit. Naja, das war auch ein bisschen zu viel. Drei Schiffe in der Größe, die ballern halt richtig gut weg. Na egal. Probieren geht über Studieren. So, ich düse jetzt einfach mal in die Richtung, in die ich eigentlich soll, wenn ich denn wüsste, wo ich hin muss. Darum. Das ist dann ungeschickt, da sollte ich eher links rumfahren. Besser, glaube ich, so rum hier. Aber wenigstens singen sie noch auf Englisch. Immerhin etwas. Ich glaube, das haben sie nicht geschafft, mit zu übersetzen. Und Nico, ja, dein PC, das hört sich irgendwie nicht so geil an. Wenn es so weitergeht, ist er wirklich bald ganz hin. Das ist blöd, das kenne ich. Oh, da ist ein Tornado. Oder? Dieses gelbe? Ah ne, das ist einfach nur ein großes Schiff, das uns Aua machen kann. Das lassen wir mal lieber. Ja, da ist wieder so ein royaler Konvoi. Den lassen wir aber mal in Ruhe. Die nächste Mission wartet schon auf uns. Ja, du Flaxer, natürlich sind die Lieder original auf Englisch, aber du weißt doch manchmal, wie es ist. Dann übersetzen sie wieder irgendeinen Müll, wo du dir denkst so, ah nein, why, warum tut ihr das? Aber ich glaube, dafür hätten sie auch gar nicht so das Geld gehabt, das so zu übersetzen. Oh, Kriegsschiff, no. Ah, crap. Außerdem gehört die zu uns. Ich glaube, das ist auch wieder unser Ziel, wo die nächste Hauptmission weitergeht. Könnte ich mir vorstellen. Ich finde halt auch einfach, Eddie hat da so eine, wieder so eine Babystimme mehr oder weniger. Also so, zwar schon eine Männerstimme, aber eine relativ hohe Stimme, muss ich sagen. Ein Sturm sieht übel aus. Mord und Totschlag, ja. Mord und Totschlag kann ich. Spürst du es, Ade? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Roberts. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Rennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Natürlich die Benjamin aufspüren. Bei der Suche nach Hornigold nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Was hast du wieder zu nörgeln? Witzig. Witzig. Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, und der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt? Du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sein. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts.
Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas sprengen zu lassen. Und Nico, habe ich ja vorhin gesagt... Es wird ein harter Kampf, wenn Horrigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Das zum Beispiel, dass Murdoch halt meinte, du die Klippen, die aussehen, wenn du vielleicht mehr Zuschauer haben willst, solltest du gucken, dass du vielleicht mehr, del Diablo, nennen die Spanier sie. Dass die Spiele auf Deutsch spielen solltest. Auch wenn es mich innerlich zerreißt quasi. Was weg hier? Scheiße. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Einholen und aufgeilen. Nein. Nur Segel setzen. Ah, fuck. Setzt jeden Zoll Segel. Weil ich halt gefragt habe, wie soll's denn... Das ist ein Schoner. Dass ich eben vielleicht mal mehr Zuschauer kriege oder so, die zugucken. Miss Columbia. Nein. Der Feind hat Verstärkung dabei, Captain. Ja, der Feind kann mich mal. Holy crap. Was ist denn das da hinten? Regatta. Benjamin brauchen wir. Okay, warte mal. Muss ja in dem grünen Gebiet sein. Da ist sie. Das ist einfach nur ein Schoner. Ach so. Okay. Und die sollen wir versenken. Und Sascha. Das sag ich doch schon immer. Ja, Sascha. Das war einfach. I'll be back. So, der Benjamin. Oh, Benny, es tut mir leid, ich muss dich ermorden. Benjamin Hornigold. Na, super. Oh Gott. Ich meine, ich weiß nicht, ob das daran liegt. Dass ich die Spiele auf Englisch spiele. Dass jetzt nicht so viele zugucken oder wieder gehen, etc. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Nos! Das Reh greift mich an. Was zur Hölle? What the fuck? What is this Vieh doing? Hey! Ach, Mädel. Na ja, gut, dann halt nicht. Ich muss aber hier hoch, wa? Ja, Sweetheart, ist klar. Du bist auch mein Sweetheart. Autschen. Hey, ja. Bleib mit den Rücken zusammen. Der Kampf ist nicht vorbei. Was? Bleibt mit dem Rücken zusammen? Wirklich? So.
Okay, warte mal. Da bist du wahrscheinlich am geschicktesten. Ich würde mich irgendwie so an der Seite langschleichen. Na, ihr mich auch. Schnell rum irgendwie. So. Und da hoch. You got nothing. Ich kenne den Bastard und ich weiß, wozu er fähig ist. Ah, fuck. So sicher, wie ich hier stehe. Nein! Seriously? Geil. Benny, wo bist du da? Oh, leck mich doch hinten rum. Es hätte so einfach sein können. Sag mal. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, Alter. Gotcha. Du warst mal ein Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau-Field? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. Und ja, Flaxer, ich weiß, Rauchbomben. Da denke ich doch nie dran. Hornigold mit einem Luftattentat eliminieren. Okay, hätte ich anscheinend noch höher klettern können und ihn dann von oben. Das hatte ich ja eigentlich vor, ihn von hinten irgendwie zu erwischen. Und ja, Nico, ne, ist ungewohnt, dass die jetzt alle Deutsch sprechen. Ich finde auch, die haben alle so Babystimmen, mehr oder weniger. Und thank you for the host, Nico. So, jetzt darf ich fliehen oder darf ich da hoch? Ich darf da hoch, das ist aber nett. Ja, auf einmal sind auch überhaupt keine Gegner mehr da. Hm, ist klar. Gut, aber ich mache erstmal noch den Aussichtspunkt hier. Ja, ich hätte hier halt... Ich wollte hier halt auch wirklich hochklettern und ihn mir dann von hier quasi schnappen. Das war eigentlich so meine Idee. Hat super geklappt, wie man sieht. So, nur aber. Einmal synchronisieren. Oh, das sieht interessant aus. Ich meine, die haben sich hier echt schon Mühe gegeben, auch mit den... Oh, hallo, Tornado. Ja, alleine schon mit diesen Tornados und was es da so alles gibt, also... Das ist schon echt krass. Ja, Flaxer, das ist ja immer so. Wenn man dann den Großen getötet hat quasi, dann auf einmal rennen sie alle weg und... Oh mein Gott! Ein Sturm, Captain! So, Schnellreise frei geschaltet. Gut, ich muss aber hier eigentlich nichts mehr machen. Das heißt, wir müssen hier hin. Das heißt, wir haben keinen... Doch, wir hätten die Schnellreise. Ich glaube, das mache ich auch mal. So, und dann müssen wir einfach nur hier quer runterfahren. Das passt schon. Ich bin Rang 129.747. Yes! Nice, Serino! So, Freunde der Nacht. Ist denn eigentlich hier noch irgendwas verfügbar? Sind eigentlich irgendwelche Schiffe zurückgekehrt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Weil ich ja einige losgeschickt hatte, die jetzt nicht so lange unterwegs sind. Ah, nee, die sind aber alle noch unterwegs, wie es ausschaut, wa? Weihüll? Ah,
Es sind aber nicht mehr alle auf einer Mission. Hier sind aber keine Missionen mehr. Hier wären 7 Missionen, aber es ist gefährlich. Na gut, das mache ich mal außerhalb des Streams, dass ich da wieder ein bisschen upgrade und ein paar Schiffe losschicke und so. Das klappt eigentlich schon. Wir haben 849 Holz. So viel Holz vor der Hütten. Naja, alles im Arsch. Ja, den ganzen Scheiß. Gott, was soll's. Das Beiboot ist mir nicht so wichtig. Udi, dann. Captain hat das Ruder. Düsen wir mal los. Ja, der Captain hat das Ruder. Achtung, ich könnte mich verfahren. Gut, dass das hier einen eingebauten Navi hat, sonst wären wir hier, oder wäre ich hier ziemlich verloren. Das wäre es ja noch, wenn man hier in Black Flag und so wirklich nach Seekarten den Kurs berechnen müsste und lauter solche Scherze. Das wäre lustig. Ich glaube, jetzt singen sie was wir eingesammelt haben. Was Neues. Holz vor der Hütten. Ja. Die Hausverwaltung des Hauses hat heute eine Art Oktoberfest vor der Tür gemacht. Okay. Also deine Hausverwaltung nehme ich mal stark an, weil meine nicht. Nein. Ich möchte bitte dieses Fort, glaube ich, nicht angreifen. Das ist, glaube ich, ein Dreier, oder? Das ist ein Dreiervolk, ja. Natürlich. Holy Mother. Ich will nicht sterben. Oh Gott. Riesenwelle kommt von hinten. Geil. Das heißt, ich müsste jetzt umdrehen, um die Welle mitzunehmen. Ach du Scheiße. Ey, geil. Von links die Mörser von... Hier, die Riesenwelle, wollt ihr mich verarschen, Freunde? Haltet euch fest! An Steuerkämpfen, du reißt uns in Stücke! Ja, natürlich muss jetzt hier ein Sturm sein. Ihr habt doch alle den Arm ab. So. Ich will jetzt nur mal wissen, ob ich das packen könnte, rein theopraktisch. Das wird sie versenken! Segelreffen auf den Müll! Die können uns sehen. Sind bereit, Sir! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! So gut wie fertig! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Hat mein Verwandten eingebüßt! Aber es hält noch! Feuer! Schießt dahin! Feuer! 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 Ist sie doch! Feuer! Okay, ja, oh, schon ein bisschen Wumms hier. Eine Salve genau da rein! Feuer! Feuer! Triff sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Ihre Salve hat uns getroffen, Sir! Außer Betrieb, Sir! Oh Gott, ich sehe nichts. Auf die Türme zielen! Feuer! Ihre Schwachstelle ist umgeschützt! Oh Gott, wir sind schon fast down hier. Fuck! Fuck, 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 fuck. Ah, okay. Oh, Nico, dein PC ist zum 4. Mal beim Hochfahren hängen geblieben. Scheiße. Ach, flachst du auch noch von der Arbeit? Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Du wirst jetzt mit zünftiger Musik beschallt. Ach du meine Güte, mein Beileid. Nee, okay, also ein Dreier vor können wir noch nicht knacken. Wir könnten es schon knacken, wenn ich ein bisschen geschickter fahren würde. So ist es nicht, aber es ist nicht so ganz ohne. Hä, wo ist denn hier jemand zum Einsammeln? Whatever. Leute, ich mach doch gar nichts. Was wollt ihr alle von mir? Was? Ab in die Wanden und heißt alle Segel raffen! Auf Position, hört ihr? Ach ja, natürlich. Offener Konflikt. Ja, leck mich doch. Feuer! Feuer! Wir können sie entern! Feindliches Feuer! Achtet die Hauptsäule!
Segel! Die Runden tun schon. Come on, fahr! Je suis, je want to. Wenn ich fertig bin, geht's aus wie auf dem Schlachtfest. Ja, geil! Ich kann nicht entern wegen hohem Seegang. Richtig gute Sache, das. Geil. Wollt ihr mich verarschen? Feindliche Segel! Mehr von ihnen, Sir! Seh nix. Wo ist denn meine... Mörser, da! Ich würde ja gerne mörsern, aber es ist gerade ein bisschen ungünstig. Feuer! Sie haben uns, Captain! Feuer! Gegner feuern! Feuer! Ich gehe in den Stoffel in den Weg! Alle aus den großen Bergen! What the fuck, Mann? Feuer! Wow! Leute, wollt ihr mich vergackeiern jetzt gerade? Wow! Und jetzt noch das... Ich werd so abkacken. Sie feuern, Sir! Ich bin noch sowas von down. Vergiss es. Moment. Ich muss erst das... Kann ich das Schiff mal bitte entern? Kann ich bitte... Ja, jetzt kann ich entern. Das heißt nämlich, ich kann mein Schiff reparieren. Oh, wow. Okay, das wird jetzt dauern. So, noch einen müssen wir töten. Das dürfte klappen. So, dann kann ich nämlich mein Schiff reparieren und noch ein bisschen weiterkämpfen. So, got it. So, Jackdaw reparieren, ganz eindeutig. Das ist die einzige Option, die ich hier habe. Nico, jetzt bin ich noch größer auf deinem Fernseher. Mäau. Leersegel einholen! So. That one's down. Leersegelmänner! Ich getroffen. Leersegel, gib Feuer! Feuer! Ist bereit zu feuern! Feuer! Was denn? Ich sehe überhaupt nicht. Feuer! Bleib außer Reichweite, Captain. Ich schieße. Okay, ich muss weg. Nehmt uns vom Baum! Regeln und Fahrt aufnehmen! Nein! Alle Segel setzt Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! So, hab sie. Oh Gott, oh Gott. Ja, mitten ist Mörserfeuer. Geil! Werft die Top- und Kransegel! Top-Segel bergen! Macht Frieden mit eurem Schöpfer! Segel bergen! Riesenwelle! Und zur schnell! Nein! Oh, willst du mich jetzt vergackeiern? Fuck you, ey. Achtung! Wow. Segelreffen raus aus der Fünften! So, rum. Nein, mit euch will ich mich doch gar nicht anlegen. Oh, jetzt bin ich wahrscheinlich gleich tot. Ja, natürlich schießen die auf uns, weil sie doof sind. Ich will doch nur entern, bitte. So, darf ich bitte entern? Das wäre so geil. Oh, das gibt's nicht. Jetzt darf ich hier warten, bis ich entern kann, oder was? Richtig geil. Wir müssen diesen Bereich neu aufbauen. Und vor allem bin ich ja offiziell noch im Konflikt. Ich muss jetzt sowieso erstmal weg hier, weil ich komme sonst nicht rum. Ja.
dem Wind. Ich muss jetzt erstmal weg, weil ich in Konflikt bin. Oh, da kommt noch eine Riesenwelle. Achtung. Ringsrum. Oder? Das war doch nur eine Riesenwelle. Da kommt die jetzt nicht mehr. Lass die Hunde los! Was für Hunde? Die zielen auf uns! Natürlich ziehen die auf uns, weil sie es können. Aufgeilen! Nehmt uns vom Bauch! Darf ich bitte, bitte entern? Bitte. Wir müssen ausweichen! Einholen und aufgeilen! Wow! Ist das unfair! Ich will doch nur entern! Alter Schwede! Ich nehme mich mein Bötchen reparieren. Riesenwelle! Wo? Da. Och, Alter! Wir gehen gleich unter, Edward! Ja, wenn ich mal bitte mein. Obacht! Scheiße, wir sind tot. Ey, das ist so unfair. Ja, das mit dem Wetter ist ja schon geil, nur ich würde gerne dieses fucking Schiff endlich entern. Und ich bin eh gleich hinüber. Ich muss mich doch reparieren, Mensch. Das gibt's nicht, das ist so unfair. Ja, ich kann endlich entern. Super, gut. Ich kann mein TÜV dann reparieren. So, wie viel müssen wir denn? 10 müssen wir töten. Jetzt greift ihn doch mal an, mein Gott. So, got it. So, Halleluja. Einzige Option, Schiff reparieren. Bringt uns das auch noch Crew? Ich glaube ja. So, das Problem ist, ich muss jetzt auch von dem Fort, muss ich weg. Vorher kann ich nicht hier rein. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier so ein bisschen rumsegle. Ja, Gebieten offenem Konflikt nicht verfügbar, ich weiß. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier irgendwo hinter irgendwelche Felsen segle und erstmal unbekannt werde. Ja, jetzt geht's. Jawohl, das Observatorium. Nice. Ist der Piratenjäger tot? Ei, durch meine Hand. Wie kommt es, dass nur du finden kannst, was so viele suchen? Von Geburt an habe ich Erinnerungen. Erinnerungen aus einer ganz anderen Zeit. Wie ein anderes Leben, das ich durchlebt habe. Der Teufel soll dich holen. Mann, drück dich klarer aus. Nicht heute. Du zuerst, Captain. Der Weg vor uns ist gefährlich. Natürlich bin ich mal wieder das Kanonenfutter. Die Bewohner, diese
Den Dschungel sichern. Natürlich sind hier auch wieder blöde Mistviecher unterwegs. Okay, alle Hüter unbewaffnet ausschalten. Du wirst bald von mir hören. Oh. Hä? Sympathisch. Mhm. Die Hüter der Insel verstecken sich in Büschen und schießen bei Sichtkontakt. Uncool. Ah, da ist einer. Tja, kann ich den noch irgendwie überraschen? Weil der guckt ja zu unqualifiziert in meine Richtung. Nee, er sieht mich gar nicht. Wie albern ist das denn? Entschuldigung. Hast du irgendwas dabei, was nützlich ist? Ah, Berserker-Pfeile. Okay, so, da unten sitzt noch einer. Ich glaube, da... Nee, da hinten war doch keiner. Ich dachte... Die haben bestimmt viele Pfeile etc. Ah, nur Berserker-Pfeile? Ist ich ja blöd. Da ist jetzt der nächste. So, gotcha. Hätten wir noch einen. Tune ist gesichert. Ich weiß jetzt nicht, ob es geschickt ist, wenn ich hier rüberspringe. Wo bist du, kleiner Mann? Das bringt mir aber, glaube ich, nichts, wenn ich jetzt hier lang renne, oder? Ich komme hier nicht hoch. Steffi, guten Abend. Keine Angst, es ist noch nicht 22 Uhr. Jawohl, das ist eine ordentliche Meldung. Dankeschön. Glück gehabt. Okay, ja, da drüben ist einer. So. Hallo Steffi, Mensch, du bist jetzt 21.55 Uhr bereits hier. Ha, ha, ha. Very funny, Flaxer, very funny. Holy shit, seriously? Okay, okay. Ja, komm, jetzt töte ihn doch mal. Dankeschön. Oh, Krokodilos. Krokodilarino. Ah, Steffi, du musst die Woche immer nur bis 20 Uhr arbeiten. Du bist ja... Das muss man auch erstmal wissen. So, Zone gesichert. Ich will mich pfeifen, ich will den erbeuten. Was, Sascha? Euch bluten schon die Ohren? Why? So.
So, jetzt ist nur die Frage, wo muss ich denn noch hin? Ah, Moment, hier wird mir was angezeigt. Da drüben. Hallo Krokodilo. Ich meine, so eine schöne Krokodilshaut könnte ich mir ja auch mal besorgen, ne? Nein! Aber doch nicht so! Kann ich den nicht töten hier von oben? Schade. Ist doch doof. Oh Gott, Junge. Gut, dann gehen wir halt so hoch. Ist mir jetzt auch egal. Ah ja, da hinten. Oh, da oben ist einer. Okay, okay, okay. Sekunde. Da muss ich dann so hoch, denke ich mal. Gotcha. Von was redet ihr eigentlich? Steffi, du hast ja ein Lied als Klingelton gemacht, was? Steffi, mein Lieblingsbild? Von was redet ihr? Ich bin erschüttert. Okay. Der ist schon mal down. Oh, Lieblingslied. Okay. Und Flaxer, ab November wirst du nur unregelmäßig hier sein können. Hast deine Schichtpräferenzen aufgegeben? Bist du wieder im rollierenden System? Du rollierst? Achso, Steffi hat den Destiny 2 Soundtrack. Na endlich! Und Nico, ich hab das gleich gedacht. Gut, ich wenigstens nicht alleine. Mit meiner Unwissenheit. Aber okay. Kann ich das Krokodil hier von oben mal töten? Hier bitte? Hm. Ach da. Was macht der denn? Ist das ein Affe? Der hängt da so komisch rum. Was zur Hölle? Was? Ich würde mal gerne auf die andere... Genau so. Das ist ein Affe. What? Wieso hat er mir den gerade... Was war das denn jetzt? Okay, die Affen sind auch Gegner, wirklich? Ach, da sitzt er. I see you. I see you. I see you. Ja, Flaxer, dass der Affe feindlich ist, dachte ich mir fast. Aber finde ich witzig, dass der Affe feindlich ist. So, haben wir es jetzt? Immer noch nicht? Okay, hier muss doch irgendwo einer sein. Ach, Kinas, ist das aufregend. Nun gut. Ein feindlicher Affe. Das haben wir ja gerne hier. Ah, Sascha hat dir geholfen wegen dem Soundtrack. Wegen der Kreditkarte etc. Nice. Siehste, dafür ist doch die Community um sich gegenseitig zu helfen. Find ich gut. Dann ist aber auch ein Affe. Weil die anderen sind... Ich dachte schon, sag mal, die Gegner hängen aber komisch hier rum. Okay. Aber wie zur Hölle? Vielleicht hier noch irgendwo? Aber wo ist denn jetzt hier noch ein Gegner, bitte? Nein! Na, ich wollte da hoch. Das war ja... So, ich hole mir jetzt Krokodilshaut. So.
Ach, schade, ich hab's nur in die Flucht geschlagen. Das ist ja blöd. Damit! So, where the fuck? Da drüben ist er! Gut, gut, gut. Ich dachte schon, ich bin zu doof hier. Du siehst nichts, mein Freund. Naja, aua! Uff, wir haben es geschafft. So, kann ich den bitte ausräumen, den guten Menschen, den schlechten, was auch immer. Nö. Okay, so, na dann. Die Höhlen sichern, das mache ich doch gerne. Kann ja bitte das Krokodil vielleicht nochmal. Ah. Kann ich das Krokodil mal bitte umbringen? Töte es! Wie kann ich dieses Mistvieh töten? So, wo muss ich eigentlich hin? Kann ich hier hinten rum? Noch ein Kroko? Oh, ihr seid aber... Ihr seid nett. Okay. Ihr wartet nur auf mich, dass ich hier alles sichere. Verstehe. Oh, Truhe, Truhe, Truhe. Nice. Long Bay heißt das Ganze hier, okay? Ja, Sex, ich habe eine Pistole, aber ich will meine Kugeln etc. nicht verschwenden. Ich weiß auch nicht, ob die stark genug ist, um so ein Kroko niederzudödeln. Ich dachte, wenn ich das... Entschuldigung. Ich das zweimal anballere... Moment. Reicht's? Oder wenn ich das zweimal... Oh, das tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Oh, guckt euch das Kroko an. Mit den Beinen nach oben. Hm. Tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Hm. Hm. Mich Kroki. Ich hätte es lieber wie von Mann zu Mann erledigt mit... mit Dingens und so. Tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Okay, zwei Krokodile erledigen. Bringt mir das irgendwas? Ach, guck mal. Fünf Hunde streicheln. Das ist eine Herausforderung. Ach, wie cool. Zwei Affen erlegen. Na, da sind wir ja hier genau richtig. Nice. Okay. Ja, diese Herausforderung. Es gibt hier, also man muss ja schon sagen, es gibt hier so viel zu tun. Das ist schon fast ein bisschen pervers. Da hast du überhaupt nicht die Zeit für. Also die muss man sich dann höchstens nehmen, aber... Also es gibt schon hier echt viel zu tun. Ach, guck mal, hier an dem Aussichtspunkt bin ich schon quasi vorbeigelatscht. Ich glaube, an dem komme ich auch nicht mehr gescheit hin, oder? Warte, gucken. Was ist denn der da hinten? Wenn ich da jetzt rumgehe, komme ich da hin. Weil zur Jackdaw kommen wir ja nochmal zurück. Das dürfte kein Problem sein, aber... Ich bin da hin. Na, ich glaube... Muss ich wieder zurück, ne? Muss ich hier rum? Irgendwie? Mal gerade gucken. Ach so, ich müsste einfach rauf. So, das können wir ja noch machen. Boah, das ist ja idyllisch hier. Das sieht cool aus. Das gefällt mir echt gut hier. Aber allein dieses Wasser, dieses Türkis und so... Ich meine, ich muss ja sagen, ich war noch nie irgendwo in der Karibik oder sonst irgendwo. Wo ich jetzt sagen kann, ich habe echt so Wasser schon mal gesehen. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich war leider noch nie irgendwo, wo es das gibt. Ich bin auch so der Meer, mehr der Meermensch. Also
So Berge und sowas, damit reizt mich so gar nicht. Aber so Meer und Strand ist einfach großartig. Und was, Flaxer? Einige tolle YouTuber haben eine Krokodok-Challenge gemacht. Sie spielen Krokodok, nur sind die Zähne mit Rasierklingen bestückt. Weißt du, Blödheit muss halt einfach bestraft werden. Nee. Naja, aber guck dir, was auf YouTube geht. Die ganzen Challenges. Je bescheuerter, je gefährlicher und je menschenverachtender, desto besser. So ist es einfach. Kannst du machen, was du willst. Es ist halt einfach. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Hier müsste auf jeden Fall noch irgendwo eine Kiste. Ah, da drin sehe ich sie schon. Eine Küste sein. Ja, Karibik willst du auch mal unbedingt hin, Flaxer. Aber erstmal Australien. Ja, Australien, wie gesagt, absolut auch mein Ding. Würde ich auch mal gerne hin. Meine ehemalige Ausbilderin, die hat auch in Australien, ich glaube, ein Auslandssemester oder sogar ein Auslandsjahr irgendwie gemacht. Und die fährt da fast jedes Jahr für 4 Monate hin. Für 4 Wochen hin. Und da beneide ich sie echt total. Alle Hüter unbewaffnet ausschalten. Ja, das hat jetzt schon mal nicht funktioniert. Hätte ich nämlich das hier machen sollen. Sind das zwei? Ja, das sind zwei. So. Achso, der dreht mir in den Rücken zu. Warte ich mal, bis der Kollege vielleicht wieder zurückkommt. Ja, der dreht sich nämlich gleich um. Mit Öl. Na, Steffi, USA war ich schon. Auch sehr nice. Da vorne ist noch einer. Nein. Lass mal warten, bis der sich wieder umdreht. Hier. So, warte mal. Ah, da drüben ist auch wieder ein Aussichtspunkt. Das ist aber auch wieder gesperrt. So. Also alles wieder sichern. Ich könnte auch da hoch rein, theoretisch. An die Stelle kann ich mich noch erinnern. Aber mal gucken, der kommt ja hier rüber. Schnapp ich ihn mir, wenn er hier drüben ist. Oh shit, da drüben ist auch ein. Ist auch ein Scharfschütze. Achso, das ist der Scharfschütze, der hier drüber läuft. Okay. Unter mir sind noch, glaube ich. Ja, guck mal. Da läuft noch einer. So. Nochmal markiert. So. Und Flaxern, ehemaliger Kollege, ist jetzt in Hollywood und wird Schauspieler. Naja, so viele arbeitslose Schauspieler, wie es in Hollywood gibt, weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt so haben wollen würde, tun sollen müsste. So, wo ist denn der? Ich glaube, der ist auf der anderen Seite. Da ist er. Da ist einer, da oben. Unten ist einer. Und da oben ist auf jeden Fall noch einer. Hier um die Ecke. So, okay. Gotcha. Muss ich die jetzt wirklich alle ausschalten? Wahrscheinlich, ne? Und, naja, Flaxe, also für eine USA-Tour, richtig?
Brauchst du wahrscheinlich mehr als 4 Wochen. Kommt drauf an, was man alles sehen möchte. Also, wir waren halt bei einer Freundin bei der Tante in Baltimore. Und sind von da aus nach Washington D.C. und nach New York. Ich würde aber mal gerne an die Westküste, so Kalifornien und so. Das fände ich total interessant. Muss ja nicht unbedingt Hollywood sein. Obwohl, also so Los Angeles und San Francisco fände ich natürlich schon mal interessant. Es wäre schon extrem gut. So, jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Die anderen sind quasi alle unten. Hier oben ist noch einer, da hinten. Ja, es gibt schon einige schöne Sachen, was man so machen könnte. Ich weiß nicht, halt mal so ein schönes Sabbatjahr sozusagen einlegen. So ein Sabbatical für ein Jahr einfach irgendwas machen. Aber dazu braucht man natürlich auch die Kohle. Guten Abend, Gecko. Was? Mein Chat wollte dich nicht reinlassen? Was? Was erlauben, Chat? Flaxa, du würdest mir gerne Eishockey oder Football und Basketballspiele anschauen. Baseballspiel waren wir. Der Kollege hat es einfach gemacht, ist nach Hollywood und hat vorher nie Anzeichen gezeigt, es zu machen und auf einmal war er weg. Okay, wow, also das ist schon mutig, muss man sagen, weil so viele arbeitslose Schauspieler, wie es gibt in Hollywood, das ist schon echt mutig. So. Ja, das ist jetzt etwas ungünstig, weil die beiden stehen da natürlich genau hier. Ich guck nochmal, dass ich von oben irgendwie rankomme, von hinten. Und so. Moment, hier durch. Ja, aber es ist schon echt krass. Ich bewundere Leute, die so ihren Traum quasi leben und machen und tun. Und sich dann so durchkämpfen quasi. Das ist schon echt not bad. Komm, hol sie dir. Nice, jawohl. Das hat gut geklappt. Okay, Gego. Ja, jetzt klappt's. Jetzt kann ich dich lesen, auf jeden Fall. Und Flaxa, dein Arbeitgeber bietet ein Sabbatical an. Du kannst ein Jahr weg und danach an deiner alten Stelle weitermachen. Ja, aber du wirst ja dann trotzdem nicht dafür bezahlt, also denke ich mal. Ach so, naja, wenn er eine reiche Mutter hat und noch ca. 35 Aktien von deinem Arbeitgeber, dann ist er vielleicht safe. Einigermaßen. Ob ich die beiden von hier oben erwischen kann. Krieg ich die beide gleichzeitig? Mal gucken. That hurt. So. Jetzt haben wir aber alle. Den letzten verbliebenen Dschungel sichern. Oh, wow. Ui, 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 ui. Ja, so reiche Verwandtschaft, wenn sie einem denn was von Geld abgibt, kann schon von Vorteil sein. Aber man wird dann vielleicht, könnte ich mir vorstellen, auch so ein bisschen faul, weil man ja sich um Geld keine Gedanken machen muss. Wenn man sich jetzt wirklich ein bisschen mehr anstrengen muss, dann wird das vielleicht schon anders. Gott, wie komme ich denn jetzt? Muss ich hier unten lang? Dschungel ist etwas kompliziert hier.
Ja, genau. Tötet die Gegner nicht, aber wenn sie K.O. sind... Ach so, darum. Lass sie einfach ersaufen. Ja, wobei ich ja jetzt nicht alle... Den ersten, ausgerechnet den ersten, habe ich mit Waffe getötet. Deswegen werde ich leider diese Herausforderung nicht positiv beenden. Aber wie zum Pups komme ich jetzt zum letzten verbliebenen Schunkel. Da muss ich wieder runter, oder? Ja. In the jungle, the mighty jungle. The Eva dies tonight. Aua. Ist hier noch irgendwo rum? Ey, ich... Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, wartet ihr hier ruhig, ihr kleinen Nasenbären. Jetzt kann ich ja nur wieder zurückrennen. Irgendwo eine andere Abzweigung nehmen, oder? Karte? Muss da runter. Wie zum Piep? Ich würde ja um die Insel rumschwimmen. Das wäre am geschicktesten. Ich markiere mir mal den Aussichtspunkt. Mal gucken, ob mir das irgendwas bringt. Okay, also hier nähere ich mich zumindest schon mal. Aber der ist echt ein bisschen verwurschtelt, der Dschungel. Warte mal. Nee, hier komme ich nicht hoch. Sieht zwar so aus, nee, aber komme ich nicht hoch. Da muss ich doch wieder komplett außen rum, oder? Ich habe jetzt bestimmt auf der anderen Seite irgendwo übersehen, wo ich langkomme. Unter Garantie. Aber ich habe jetzt echt keinen Pfeil. Ey. Wo zum... Ah, darum war? Oder? Nee. Was? Nee, hier bin ich ja nur wieder da, wo ich gerade hergekommen bin. Ja, super. Also ich bin hier schon an der Ecke richtig. What the fuck? Aber hier bin ich doch nur wieder. Ja. Gut, dass wir drüber geredet haben. Wow. Ja, hier war ich doch schon die ganze Zeit. Shit. Geil. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Es ist ein Traum. Hier noch irgendwo hoch? Hilfe. Ich kapiere den Dschungel nicht. Nee, aber das kann doch nicht sein. So, hier bin ich wieder am Anfang. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie aus noch komme. Und Nico, deine PS4 zeigt bestimmt das von Flaxer nicht an, wegen Copyright. Lied Copyright. Nee, hier komme ich nicht rum. Hier komme ich ja nicht rauf. Wow. Hier kann ich auch unter Garantie nicht hochklettern. Holy crap. Ey, wo muss ich hin? Also von hier sind wir gekommen. Ich glaube, das ging doch da, wo wir gerade waren, wo wir gerade das letzte Dings gesichert haben. Da ging es eigentlich weiter. Ich gehe mal hier an den Aussichtspunkt. Vielleicht... Nico, das war ein Witz mit dem Copyright.
Das habe ich doch nicht ernst gemeint. Das war ein Spaß. Das erkennt doch, die PS4 gar nicht, was textlich hier so im Chat geschrieben wurde. Das war ein Scherz. Nein! Er macht mich fertig. Ich brauche jetzt mal die Karte, damit ich ungefähr sehe, wo ich vielleicht hingehen kann. Ja, so geht's doch. Und guten Abend, Layla. Hallo. So. Einmal synchronisieren und dann mal gucken. Ich glaube zwar nicht, dass wir da jetzt sonderlich viel sehen werden, wo wir hinkommen sollen, müssen, tun, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Tschü! So. Dann erstmal an Land und mal gucken. Nico, der hat es jetzt jedem erzählt, wie intelligent eine PS4 ist. Tja, scheiße, wa? Gut, das dachte ich mir aber fast, dass wir hier nicht sehen, wo wir irgendwie lang können. Das war mir klar. Gut, wir müssen den Weg suchen. Ich muss jetzt erstmal wieder den Weg finden, zurück da, wo wir waren. Geil, ey. Ich und Orientierung. Gut, hier stehen die Kollegen. Oh, was machst du denn? I want to kill you. Hier ist gerade irgendwas gelaufen. Irgendwas Moppeliges. Gut, ich gucke jetzt mal. Es muss ja... soweit ich mich erinnere, geht das auch irgendwo da hinten weiter, wo wir gerade waren. Aber ich habe da jetzt echt nicht gesehen, wo es da nochmal weitergeht. Was? Hüter anwesend? So. Zeig mir jetzt hier 88 Meter an. Aber das ist ja nur hier der Rand. Muss ja wieder dahin, wo wir gerade eben waren. Oh, da sind schon wieder Krookies unterwegs. Krookieschnucki. Krookieschnucki. Ja, whatever. Warte mal, wir sind. Was sind wir denn hier reingegangen? Boah, that game, ey. Ich werde hier nie wieder aus dem Dschungel rausfinden. Ich sag's euch. Ich prophezeie das jetzt schon. Nee, jetzt sind wir wieder hier. Gut, die Kollegen warten aber hier. Das heißt ja, dass ich hier richtig bin. Dass es schon hier korrekt ist. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. So. Hier bin ich hergekommen. Hier war die Kiste. Ich gehe jetzt mal ganz nach hinten durch. Jetzt habe ich zumindest schon mal wieder den Weg gefunden. So. Hier war ich. Hier ging es weiter. Hier habe ich die Kollegen getötet. Und ich bin bis ganz da hinten durch. Aber hier ist ja alles zu. Hier kommst du ja nirgends hin. Es geht da oben einmal rum, aber da war ich. Vielleicht geht es da hinten irgendwo hoch. Was ich jetzt nicht gesehen habe. Ich glaube, hier lang, wa? Ich denk mal, hier ist richtig. Hier müssten wir eigentlich korrekt
sein. Das sieht gut aus. Okay, es war eigentlich ganz einfach. Man hätte nur mal gucken müssen. Wie immer halt. So. Und hier geht's jetzt los. Da sitzt einer. Boom, baby. Give it to me, baby. So, wir müssen da hinten irgendwie rauf. Ah. Autsch. Das tut doch aua, Mensch. Autsch, das hat wehgetan. Okay. Ich soll da hinten nochmal hin? Moment, aber hier ist eine... Hier ist eine Kiste. Me wants the Kiste. So. Oh, ein Silberlöffel. Wir wurden mit einem Silberlöffel geboren. Das ist nicht mehr. Wir müssen auch eher da hinten hin. Ist ja auch gar nicht mehr grün. Es grünt so grün. Wie Spaniens Blüten blühen. Ah, da müssen wir so ein blöder Affe hier. So. Brüllaffenpelz. Den brauchen wir nämlich auch, um irgendwas herzustellen. Ich weiß nicht mehr was, aber... Okay. Aber von hier sind wir ja eigentlich hergekommen. Oder sind wir von... Gott. Hierher gekommen? What? Ja, das kann nicht sein. Also von hier sind wir doch hergekommen. Den Wasserfall etc. Da sind wir lang. Wir müssen eigentlich da hoch. Gott. Aber das muss ja irgendwo da hinten rumgehen. Aber hier geht's nirgends weiter. Okay, die Kollegen warten hier. Das heißt... Oh, hallo. Hab ich hier noch gar nicht gesehen. Ah, lecker. Schmeckerchen. What the fuck? Ach, warte mal. Darüber. Moment. Warte mal. Rauf. Denke mal, hier die Richtung ist korrekter Mundo. Oder? Jemand erwischt, oder? Nee, hier war die Kiste. Oh, ey, ich blick hier nicht mehr durch.
Da geht's aber nicht rein. Holy crap. Wo muss ich hin? Da geht's noch lang. Gott. Wow. Okay, let's do this. Ist nur die Frage, wo die sind. Ist hier? Ach, da oben. Da ist einer. Ah, der sieht aber nicht hypermäßig aus. Komme ich gar nicht hochgescheit. Oh Gott. So. Ah, crap. So. Okay, ich muss ganz da hoch. Ah, da ist noch ein Affe. Zwei Affen erlegen. Ja, das war nämlich auch die Herausforderung. Da habe ich noch einen zweiten Brüllaffenpelz. Pfeilbeutel, genau, das war... Ich wusste doch, ich kann irgendwas herstellen damit. Ich wusste, für irgendwas brauchen wir... Oh, Pistolenhölzer 4 sogar. Ah, nice. Eine zusätzliche Pistole. Ja, warum nicht? Genau, Hirsche brauche ich noch für das Gesundheitsupgrade. Hirsch, Jaguar, aha. Und ein Pfeilbeutel. Ich glaube, so viel habe ich bei meinem Erstdurchlauf gar nicht hergestellt. Okay, aber wenn ich Hirsche sehe, dann sollte ich die auch erledigen. Gut, aber ich will erstmal hier hoch. Zwecks Synchronisation. Ach, du ahnst es nicht. Where are you? Da, du kleine Mistratte. So, Roberts folgen, das ist ungünstig. Das Observatorium? All das? Ich will dem jetzt gerade nicht folgen. Ich will erstmal den Aussichtspunkt. Wie ich denn da hochkomme eigentlich? Ja, geht doch. Come on. Synchronisieren, ganz schnell. Oh, Halleluja, ich bin so ein Orientierungs-Noob. Die Stelle war jetzt gerade besonders schlimm. Robby, warte auf mich. Aber daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, 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 I remember. So, wir haben alle drei Aussichtspunkte synchronisiert und jetzt geht's mal richtig mit der Story weiter. Das... Kommt uns doch alles bekannt vor. Das Wahnsinn. Wow. Ganz im Gegenteil, Edward. Die hätten den Anblick dessen, was hinter diesem Tor liegt, nicht ertragen. Aber du, du bist aus härterem Holz geschnitzt. Nun, nimm diese Truhe und trage sie hierher. Okay, whatever. Schade, da drüben ist noch eine Maya-Stele. Ja gut, wir folgen ihm erstmal. Dreckiger Verfall. Nicht ganz, wie ich es kann. Aber das ist auch 80 Jahrtausende her. Ah, Homburg. Das ist unmöglich. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Captain. Oh, keep den, Mike, keep den. Ich gebe zu, meine neue Berufung gefällt mir sehr gut. Vielleicht amüsiert es dich, doch ich habe sogar meine eigenen Verhaltensregeln verfasst. Euer eigenes Credo, hä? Um Ordnung zu wahren, ja. Ich verbiete alles Glücksspiel, zum Beispiel. Denn es führt zu Konflikten, nicht zu Freundschaft. In der Schlacht zu fliehen ist auch verboten.
Und alle Männer müssen ihre Waffen und Entermesser jederzeit sauber und einsatzbereit halten. Vernünftig. Jede Missachtung wird mit dem Tod bestraft. Ein Schritt weiter, als ich gehen würde. Da laus mich der Affe. Wunderschön. Da laus mich doch der Affe hier. Wie etwas aus einem Märchen oder aus den alten Liedern. Es gab einst viele Geschichten über diesen Ort. Aus ihnen wurde Hörensagen und daraus wurden Legenden. Der unvermeidbare Weg der Wahrheit zur Fiktion, bis sie schließlich vollkommen verblasst. Noch mehr Blut? Ja, diese Würfel enthalten das Blut eines längst vergangenen Volkes. Eines großen Volkes zu seiner Zeit. Je mehr du redest, Mann, desto weniger verstehe ich. Das erwarte ich auch nicht. Nur eins musst du dir merken. Das Blut in diesen Gefäßen ist für niemanden auch nur einen einzigen Real wert. Vielleicht eines Tages wieder. Aber nicht in dieser Epoche. Na, ich erinnere mich dunkel. Oh. Not good. Was ist das denn? Ja, jetzt gibt's wieder eine kleine Kletterpartie, auf jeden Fall. Einen Moment. So viel dazu. Ja, nu? Was ist das für eine Art? Stell es dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Die Spannung steigt. Das ist verfluchte Hexerei. Nein. Das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau. Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Sowas lernt man als Frau nicht. Ach, ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. Und du bringst mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch, wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge! Du pendelst da mit meinem Mädel an! Finger weg! Sonst setzt es was! Du kannst mich mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh, ist das so? Junge! Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Ja, gehen wir einfach mal alle durch, die wir so kennen. Irgendwann wird das explodieren hier. Ich sehe das schon kommen. Eine gewagte Idee. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem ihrer Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger, doch es sollte ein leichtes sein, das Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es. Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König gegen die aufständischen Jakobiner. Ja, das ist gut. Ah, diese Templer. Das Wichtigste dabei ist das Blut. Ihr müsst jedem Mann etwas abnehmen. Ich will bereit sein, wenn wir das Observatorium finden. Allerdings. Ein kostbares Instrument, nicht? Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Mein Kodex sagt nichts über Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei. Du bist ein toter Mann, Robert.
Well, that escalated quickly, würde ich mal sagen. Und ich sagte ja schon, jetzt gibt's wieder Kletterspaß der allerersten Güte. So, hier hoch. Gerade gucken. Ich glaube... Mich hier hoch. Ja. Komm ich hier ran? Oh yeah. Bee Gees, be crazy. Und die Tür geht zu. So, einen Ausgang finden. Ja, Geilomat. Klettern will ich nicht. Wartet mal. So, jetzt geht's wieder los. Hier mit Ausweg finden. Huch. Wow, was zum... Ah, ich muss... Da oben muss ich hin. Okay. Ja, nicht okay, aber... Willst du mal aber hier? Komm ich hier hoch? Wie er die Treppen hochsteigt. Richtig geil. Oh, das war keine schlechte Idee anscheinend. Die Frage ist nur, ob ich... Weil hier komme ich ja nicht weiter. Ja? Hier ist nur Dingens. Gott. Aber warte mal, hier kann ich hoch. Eddie, würdest du mal... Dankeschön. Okay, also es wird doch ein bisschen komplizierter, habe ich das Gefühl. Okay, hier lang. Ah, ich glaube, hier muss ich noch weiter hoch und dann noch rüberspringen, oder? Oder, nee, warte mal. Genau. So. Okay. Ah, okay. Es ist sich irgendwie komplizierter im Gedächtnis. Aber das will ja nichts heißen. Wir sind ja noch nicht oben. Das hatte ich irgendwie echt komplizierter im Gedächtnis. Aber vielleicht habe ich beim ersten Mal auch total lange gesucht, bis ich wusste, wie ich da rauskomme. Holy shit. Oh Gott. Oh shit. Ich glaube, wir sind draußen. Oh Gott. Da vorne. Oh, ich blute. Nicht gut. Ouch, that hurts. Und das sind jetzt alles unsere Gegner. Ja, wir haben ja einen Ausgang gefunden. Nächstes Missionsziel über die... Holy crap. Was soll ich denn jetzt hier tun? Ich kann ja schlecht zu denen gehen. Bin ich ja gleich im Arsch. Wie soll ich überleben? Hilfe? Hilfe! Robert! Ja, das ist natürlich total praktisch. Jetzt. Ja, aus dem Kampf fliehen, um zu regenerieren. Ja, wie denn? Das ist das Schöne an der Demokratie. Die Masse überstimmt den einen. Hey, du könntest mit mir segeln, doch. Bei deinem hitzigen Temperament verbrennen wir uns alle noch die Finger. Doch zum Glück ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch und ich werde es kassieren. Hast du hier einen jamaikanischen Kerker von mir gesehen, Mann? Hast du? Nice. Ja, der wird uns jetzt unter Garantie einfach zurücklassen und denken, dass wir abkratzen. Wir werden natürlich nicht abkratzen. Irgendwie sowas wird jetzt passieren. Ah, Nico, keine bösen Worte hier. Ja, ein ziemlicher Armleuchter, um es mal nett zu formulieren. Und wir sind jetzt Rang 127.590. Ah.
Wir kommen wieder zurück in die Realität. Das passt ja super. Oh, sind wir in unserem Quartier? Oder was? Hallo? Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Wiederzulampen. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen Sie, wenn der Hacker gefasst ist. Aber sie muss doch Ecker sagen, wenn der Ecker gefasst ist. Sie kann doch gar kein Haar aussprechen. Sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Da. Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabe gegeben. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Na super, danke schön. Herr Aflax, Herr oui, le fromage, le grenouille, baguette. Weißt du, sie entscheiden Wahlen? Kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Sehr beängstigend. Gecko, verwirrend das Spiel. In welchem Jahr das in der Realität spielt? Ich glaube, in dem damaligen Jahr, wo es rausgekommen ist. Flaxa 93? Sicher? Das müsste eigentlich in dem Jahr spielen, in dem es rausgekommen ist. 2014? 2013, da sagt Layla. Gut. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Pizza. Oh. Okay, so sehen wir also aus, wenn wir spielen quasi. Sie werden gebeten, dass Ihre Isolationbehandlung dieser Phase entspricht unseren Richtlinien für Angestellte. Tolle Richtlinien, Freunde. Flaxa, sag ich doch, nahe Zukunft! Ja, Zukunft ist relativ. Oh, are you kidding me? Ach so, das ist das wieder. Warte mal, kann ich das drehen? Sekunde. Dann saust er aber gleich durch. Das ist nicht so geschickt. Jetzt erstmal hier hin. Dann saust er hier rüber. Saust er hier hin. Komme ich denn da gescheit hin? Saust er da rüber? Saust er ja ganz dahin? Ah ja, nee. Ah, da bin ich schon wieder hier. Crap. Okay, ich weiß nicht, ob ich das heute noch hinkriege. Sind wir... Ah ja, Moment, so geht's? Nein, doch, nee. Ah, crap. Obwohl, so? Da saß er da runter, das ist blöd. Ich dachte, er stoppt dann hier. Aber so dürft's gehen, so und so. Nice. Und dann können wir ihn auf die Reise schicken. Das war der Punkt. Okay. Was? Aber mal ehrlich, Keller aufgeräumt, warm, Bett, netter Schreibtisch, Pizza spielen. Wo muss ich unterschreiben für diesen Job?
Ach nee, guck mal. Der Robert de Sable. Wer es nicht kennt, aus dem ersten Assassin's Creed, der Roberto, von adeliger Abstammung und mit edlen Absichten, stieg Robert de Sable im Jahr 1191 zum Großmeister des Templerordens auf. Seine Amtszeit war kurz, aber sein Einfluss war groß. Er kämpfte an der Seite von Richard Löwenherz. Er belagerte die Stadt Akkon und zerstörte Saladins Hierarchie. Während seiner gesamten Amtszeit wurde er von Assassinen verfolgt, bis ihn schließlich einer dieser namenlosen Übeltäter zum Märtyrer machte. Gego, nee, ich glaube, das liegt nicht am Alter, dass man es nicht sofort versteht. Wenn man die ersten Teile nicht gespielt hat, es gibt halt immer einen Abschnitt, der in der Gegenwart spielt, weil diese ganzen Abschnitte, die quasi in der Vergangenheit spielen, sind Dinge, die wir hier in der Gegenwart quasi erst entdecken. Also wir stecken ja in diesem Animus, in dieser Abstergo-Maschine und spielen die Erinnerungen unserer Vorfahren quasi. So war es zumindest gedacht. Aber wo müssen wir hin? Namenlos gefällt dir, Flaxer? Naja, geht so. Wo müssen wir eigentlich hin? Da lang oder müssen wir noch darüber? Gut, aber Level 3 heißt, wir haben jetzt für alle Security Clearance. Ah, das ist mal richtig. Na, geh rein. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder... Ah, ich wusste es! Es ist, glaube ich, immer dasselbe. Okay, wir probieren einfach wieder lustig durch, würde ich sagen. 735, das heißt, wir müssen eine relativ hohe Zielzahl brauchen wir. Hier alles mit 7 vielleicht reinklöppeln? Oh! Ich hab so ein Schwein, Alter. Ich kann null Mathe. Das ist einfach nur... Wow. Ich hab so ein Schwein. Das ist ein bisschen pervers. Runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich. Aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ihrem Wort. Kaffee geht auf mich, okay? Okay, das war zu einfach. Pff, oh Gott. Das war echt Schwein. Und ja, Flaxer? Der Altair hat den Robert getötet. Deswegen namenlose Assassine. Stimmt nicht so ganz. Aber... Alles klar. Hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. Cool. Na, aber ich glaube... Ah, hier ist nur der Aufzug. Ich glaube, die wollen halt natürlich unter Verschluss halten, welcher... Assassine das war, weil sonst wird natürlich der Status des großen Altair vielleicht noch mehr ja, gemehrt. Keine Ahnung. Wie das halt so ist, man kehrt halt alles unter den Teppich. Lass uns mal gucken, ob hier noch irgendwo... Nee, da geht's nur wieder auch zum Aufzug. Okay. Gott, ich folge jetzt einfach dem Pfeil. Was soll's? Es bringt ja nichts. Ich muss aber hier... Nee, Moment, ich muss... Gott. Blick nicht durch. Where? So, darum. War ich doch da richtig. Geil. Das sieht schon irgendwie cool aus. So, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Dann können wir uns nämlich beim nächsten Mal auch dran machen, quasi... die kompletten Computer auch noch zu hacken. Weil das macht schon irgendwie Spaß. Da wären wir. Wunderbar. Ich hatte
aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Na also, das hat wohl geklappt. Probier es aus. Okay. Ich habe das dunkle Gefühl, wir werden mit dieser Stimme noch viel Spaß haben. Hier hinten ist nichts, also. Dann gucken wir mal. Wird wahrscheinlich wieder irgendwas Grausiges sein, was ich hacken muss. Ja, natürlich. Wow. Pff. Wahrscheinlich alles hoch 7, oder? Ich bin so ein Genius. Wow. Alter Schwede. Wieso? Ich kann Mathe überhaupt nicht. Das ist einfach nur pure Luck. Okay, Remote Hacking initiieren. What the f... Ach ja, natürlich, mein Lieblings. Ja, logisch. Logisch. Mach ich doch. Lock. Ah, ich wusste es. Wow. Die sind jetzt halt relativ klein. Das wird lustig. Ja? Okay, okay, okay. Langsam, langsam, langsam. Nein! Scheiße. Muss er noch weiter runter. Okay. So. Es könnte eng werden. Mal gucken. Ah, crap. Ja, Reaktionszeit ist jetzt natürlich um die Zeit, kannst du vergessen. So ziemlich. Okay, gut, warte mal, dann kann ich mich hochtransportieren lassen. Ich warte jetzt nur mal gerade. So. So. Erste Safe Zone erreicht. Und danke, Gecko. Ich schlag mich besser, als ich es selber gedacht hätte. Weil ich bin in Mathe eine echte Nulpe. Das ist alles einfach nur Zufall. Ich wollte einfach immer nur die höchsten Zahlen nehmen. Weil 1029 ist halt relativ hoch. Dachte ich mir, nehme ich überall mal die 7. Okay. So. Okay, langsam, langsam, langsam. Jetzt nicht übermütig werden. Wir kriegen das hin. Bam. Nice. Cool. Cool, cool, cool. Ich meine, ich mag ja solche Minispielchen eigentlich und da haben sie auch echt viel, was heißt viel Abwechslung, aber einiges an Abwechslung drin. Das ist schon echt cool gemacht. Pirates of Nightmares. Okay, gucken wir uns das mal an. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Blackbeard. Okay, nice. Und Gecko, naja, bei Quicktimes, ich fand's, es gab so eine Zeit, wo sie Quicktime-Events echt extrem benutzt haben. Oh, hallo? Hey! Na du? Fühlen. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten, dem Nervensystem dieser Welt. Hörst du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den armen Desmond. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühlen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht,
um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Sag schon! Nein, nein, nein! Hier stimmt was nicht! Verflucht nochmal! Ich sollte da sein! Jetzt! In deinem gottverdammten Schädel! Fuck, fuck, fuck! Fuck! Er sagt böse Sachen! Warum bist du noch da? So, so, wir sollten also benutzt werden. Und, also ich muss sagen, Quicktime-Events kommt drauf an. Es gab ja, wie gesagt, so eine Zeit, wo immer mehr dieses Quicktime-Event so, ja, populär wurde, immer mehr benutzt wurde in vielen Spielen. Wo ich mir echt dachte, oh Leute, muss das sein? Ich muss sagen, zum Beispiel in God of War, da fand ich es ganz cool eingesetzt. Also da fand ich es eigentlich ganz gut. Aber das wurde dann halt immer so inflationär eingesetzt, dann fand ich es nicht mehr so geil. Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, welches Spiel damit eigentlich angefangen hat. Ich glaube, ich habe es mal irgendwo gelesen, aber ich weiß es nicht mehr. Und Gecko, du hattest es zum ersten Mal bei Resi 4. Habe ich ja noch nicht mal komplett durchgespielt, deswegen weiß ich es gar nicht. Aber apropos Gecko, danke für deinen Follow natürlich auch noch. Gestern noch nach dem Stream, da konnte ich mich gestern gar nicht mehr bedanken. In Flaxer. Das Schlimme ist, man denkt an nichts Böses, genießt das Video, weil du vielleicht auch gerade so geschafft hattest, das zu schaffen und bumm, Taste nicht gedrückt, tot. Ja, genau. Und dann denkst du halt, okay, halte ich meinen Finger auf dieser Taste und auf einmal dann ist es eine alte, andere Taste, genau. Aber Resi 4, wie gesagt, ich habe das nie so lange gespielt oder bin nie so weit fortgeschritten, dass da jetzt so super viele Quicktime-Events waren. Ich mich jetzt gar nicht so dran erinnern. Aber God of War, da fand ich es eigentlich ganz gut umgesetzt. Die haben zwar auch bei jedem Boss ist quasi ein Quicktime-Event drin, aber da passte es halt irgendwie. Da war, glaube ich, so das erste Spiel, dass ich sehr häufig, ja, wo es sehr häufig benutzt wurde, aber auch irgendwie passte. Und Gecko, kein Ding, bitteschön. Dankeschön. Man muss sich heutzutage schon über jeden legitimen Follower, der auch wirklich followt, weil es ihm gefällt, bedanken. Finde ich auch immer wieder gut, weil durch diese Twitch-App, die jetzt überall grassiert, habe ich zwar jetzt viele Follower dazu gewonnen, aber die meisten haben nicht einmal reingeschaut. Die followen halt automatisch, weil die App das macht, aber gucken halt da nicht leider wirklich zu. Aber naja. Und wir sollen uns jetzt wieder hier dran setzen. Und Flaxa. Okay, du hast Wikipedia befragt. Ja gut. Ja, Heavy Rain. Hat er das Quicktime? Ja, das hatte auch Quicktime-Events. Aber da fiel es nicht so auf. Fahrenheit. Oh Gott, Fahrenheit ist der Hass. Fahrenheit ist übel. Das habe ich irgendwann auf leicht gestellt, weil diese fucking Quicktime-Events mich so abgefuckt haben. Ich habe das so abgelost. Shenmue habe ich nie gespielt. Oder Shenmue, wie man es ausspricht. God of War, natürlich. Ja, Prince of Persia, genau. Dantes Inferno habe ich auch immer angefangen, aber nie weitergespielt. Ich weiß auch nicht, weil normalerweise, so God of War hat mir ja gut gefallen, aber Dantes Inferno gefällt mir auch gut, aber da komme ich irgendwie mit dem Kampfsystem nicht so ganz klar. Da sterbe ich auch andauernd. Ich muss das, glaube ich, auch auf leicht durchspielen. Soul Calibur, ja gut, aber das ist natürlich eher so ein Kampfspielchen. Bei solchen Kampfspielchen kommt ja des Öfteren mal so ein Quicktime-Event. Turok kenne ich nur vom Namen her, habe ich nie gespielt. Also ich weiß, wie es aussieht. Assassin's Creed 2? Das hat aber nicht oft Quicktime-Events. Mercenaries 2 habe ich nie gespielt. Star Wars Force Unleashed habe ich angefangen, ist mir aber auch zu repetitiv.
wie man da eben durch die ganzen Gänge durch, Gegner schmetzeln, ja, Gott, Star Wars, toll, aber ich habe es ja kostenlos für die One, beziehungsweise für die 360, aber das hat mich nie so gerissen. The Witcher 2, ja, ist alles noch, was ich so spielen will. Ein Quantum Trost. Ein Quantum Trost, ey, das ist kein schlechtes 007-Spiel. Ich hatte mir das für die PS3 geholt und war echt überrascht. Ich fand den Film ja jetzt nicht so prall, aber das Spiel war eigentlich echt nice. Aber das beste 007-Spiel, was ich auch gerne mal hier im Stream spielen würde, ist Alles oder Nichts. Für die PS2 habe ich das. Großartig. Ich meine, das eigentlich Beste soll ja... Wie heißt das? Das habe ich auch. Knights... Warte mal. Nightfire. Genau, das wird man jetzt wahrscheinlich nicht so sehen, weil es grün ist, aber... hier. Das habe ich. 007 Nightfire. Aber die Steuerung ist natürlich... ist Krebs. Das muss man auch sagen. Aber... ansonsten, so die 007-Spiele fand ich eigentlich recht, recht gut. Und... ja gut, Until Dawn, aber da passt es jetzt eigentlich auch, da fand ich es jetzt auch nicht so schlimm. Ja, und Gecko wollte gerade sagen, ja, nicht nur 200 Follower, sind ja 700 und 10 schauen zu. Aber es ist schon eine Steigerung. Ich hatte vorher immer, also so im Februar, März, als ich richtig fett angefangen habe zu streamen, fast jeden Tag, da fing das an mit vielleicht 3-4 Leuten maximal. Also, wir haben uns schon gesteigert. Leila, Dantes Inferno wolltest du auch immer spielen. Es ist gut. Also, wenn man eben so auf God of War etc. steht, da passt das genau rein. Es ist schon cool gemacht, aber ich komme irgendwie mit dem Kampfsystem. Also, mit diesem Kampfsystem stehe ich sowieso auf Kriegsfuß, aber komme ich nicht irgendwie nicht so gut klar. Ja, okay, Flaxer, klar, die Templer, die dich quasi spontan töten wollen, ja. Aber das kam jetzt nicht so häufig vor, als ich das jetzt gespielt habe. Vielleicht eine Handvoll oder zwei Handvoll wollten mich töten, wo mein Quicktime-Event war. Das war's dann aber auch schon. Golden Eye hatte ich aber, glaube ich, auch mal. Gecko, du kennst nur Turok. Ich kenne Turok nur vom Namen her. Golden Eye wegen Multiplayer, okay. Okay, ein Anti-James Bond, so ein Ego-Shooter. Böse, brutal. Eines der letzten für die PS2. Keine Ahnung. Turok war doch auch eins der ersten Spiele für die PS3, wenn ich mich richtig erinnere. Da hatte ich anfangs mal überlegt, ob ich mir das holen soll. Aber hab's irgendwie nie gemacht. Also, keine Ahnung. So. Ich werde jetzt aber noch zurück ins Spiel gehen, aber dann werde ich auch Ende Gelände machen, weil wir haben schon fast 22:30. Wieder viel zu viel gequatscht hier. Das ist schlimm. Schlimm, schlimm. Die Anklagen, Sir, verliest sie erneut. Milord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten, Mary Read und Anne Bonny, seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last, auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea, Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott, inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich... Es überrascht mich, dich hier zu finden, verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonny... geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Auto eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet.
bis ihr kommet zum Tod. Tod! Tod! Oh, Rotz! Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen. Wir sind schwanger! Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ruhe! Ruhe! Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie! Wie ist dein Name? Lump? Kenmore? Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. Na, wie auch heißen mag. Du sollst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Befehl vom Gouverneur. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Und ihm die Füße massieren, wenn sie wehtun, ja? Ah! Oi, lass das! Oi! Still jetzt! Damit. Lass das sein! Guten Morgen, Captain Kenway. Ich habe ein Geschenk für euch. Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Beeilen wir uns. Okay, den Eingang des Gefängnisses erreichen, das werden wir aber beim nächsten Mal machen. Ich weiß, das ist jetzt etwas ungünstige Position quasi, um Schluss zu machen. Aber wie gesagt, wir haben schon fast, wir haben 10:30. Ich mache eigentlich normalerweise immer um 10 Schluss. Da müssen wir noch ein bisschen, ran. Ich weiß gar nicht, bei welcher steht das hier irgendwo? Ich glaube nicht. Wir müssten jetzt Sequenz 9 vielleicht sein? Egal. Auf jeden Fall, ja, Anne und Mary haben wir auch wieder gesehen und das ist das Gute an Frauen. Sie können sich sofort auf ihre Bäuche berufen. Und, Gekko, brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du warst ja nicht schuld. Darum geht es ja auch. Sich über Spiele zu unterhalten, auch mal was anderes, über was anderes zu quatschen als hier die, das aktuelle Spiel zum Beispiel. Also, das ist absolut okay. Und Flaxa, Nightfire kostet immer noch 35 Euro. Ich habe mir das damals irgendwie für 10 oder 15 Euro geholt. Ich habe das halt auch hier schon ewig rumstehen. Ich hab's mal angespielt. Aber die Steuerung ist halt echt, man merkt einfach, das Spiel ist halt ziemlich alt und die Steuerung ist halt nicht mehr so das Gelbe vom Omelett. Deswegen habe ich es auch wieder liegen gelassen. Aber irgendwann werde ich sicher mal zu Ende spielen. Aber Alles oder Nichts fand ich sogar noch einen Tacken besser. Alles oder Nichts ist echt genial. Und Nico, wir quatschen alle manchmal zu viel. Ja, nee. Aber das, wie gesagt, das macht doch das Ganze aus. Dass man sich einfach mal unterhält. Übers Wetter, über was weiß ich nicht alles. Gut. Aber Freunde, das war's jetzt erstmal mit Assassin's Creed 4 für diese Woche. Ich denke mal, nächste Woche werden wir zumindest das Hauptspiel hier abschließen. Dann gibt's ja noch Freedom Cry und diesen Aveline-DLC. Wobei der soll nur eine Stunde gehen. Aber Freedom Cry hat wahrscheinlich noch mal so 4-5 Stunden, glaube ich. Muss mal gerade gucken, wie was How Long to Beat sagt.
Mit Freedom Cry. Sind da ja eigentlich immer recht aussagekräftig. Ja, gut. So 4-5 Stunden. Ungefähr. Das ist okay. Das kann man ja quasi mal an einem Tag machen, sozusagen. Und Leila, du musst morgen wieder Destiny 2 spielen. Du warst so fertig heute gewesen von der Arbeit. Ja, morgen ist ja auch wieder Destiny 2 Tag. Samstag, Sonntag ebenso. Also, ich habe dieses Wochenende soweit jetzt eigentlich auch noch nichts vor. Erst das Wochenende drauf. Also am, was ist denn das? Der Sonntag, der erste, ne? Der 1. Oktober ist der Sonntag. Genau, also da bin ich schon wieder verplant. Aber dieses Wochenende nicht. Deswegen morgen ab 19 Uhr dann wieder Destiny 2. Ich muss mal gucken, was ich mit meinem Titanen noch so alles machen muss. Und ja, ich muss mal gucken, dass wir irgendwann auch endlich mal einen Raid hinkriegen. Aber ich glaube, es sind noch nicht so viele so vom Level so hoch. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir so weit sind. Aber für heute war's das erstmal. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen Abend zu Destiny 2 wieder. Assassin's Creed 4 dann wieder am Montag. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Übersteht den Freitag morgen noch gut. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen Abend wieder. Gutes Nächtle, schlaft gut. Und ja, dann hoffentlich bis morgen. Bye, bye.